Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast. Es hätte ja alles so schön sein können. Man hätte wunderbar mit 9 Punkten in die Länderspielpause gehen können. Vermutlich sogar mit guter Laune. Und jetzt sitzen wir hier und ja, alles ist anders. Hallo und herzlich willkommen zur 36. Ausgabe von Auf den Punkt, die den Arbeitstitel Die Unbelehrbaren trägt. Warum und wer unbelehrbar ist, darüber werden wir wohl sicherlich reden, indem wir auf die letzten 2 Spiele gucken. So wie wir das zum Saisonstart schon gemacht haben, sind mittlerweile das 3:1 beim ersten FC Köln passé und das 3:1, diesmal aber aus Sicht der Gastgeber, beim ersten FC Union Berlin. 2 Spiele gegen Aufsteiger, 1 gewonnen, 1 verloren. Beide aber vielleicht nicht unbedingt mit Grund zu mega guter Laune. An meiner Seite ist einmal Postschützenfest Jens aus Neuss. Hallo. Halt die Fresse, ey. Lass mich bloß in Ruhe. Geil. Stimmung. Ich wollte eigentlich erst noch fragen, ob es wirklich alles so schlimm ist, aber jetzt brauche ich diese Frage nicht mehr stellen. Und der schwarzgelb.de-Praktikant ist auch wieder da, nachdem er ja auch euch schon unterhalten hat. Wenn ihr die Champions League Auslosungsausgabe gehört habt, dann kennt ihr ihn auch daher. Hallo Georg. Jo, moin. Ich muss gerade noch sagen, wenn ich jetzt nicht schon vorher deprimiert war, dann hat mich jetzt, glaube ich, dein Intro deprimiert noch so abschließend. Ja, fand ich, kann das echt gut Stimmung transportieren, vor allen Dingen schlechte. Mega schlechte Laune, wohin man sieht. Aber ja, dann stelle ich die Frage halt doch, ist es denn wirklich so schlimm? Also das ist ja auch etwas, was mich wieder auch stört. So, jetzt hat man wieder das Gefühl, alles ist auf einmal wieder richtig kacke. Weißt du, dann wird sofort der Trainer wird in Frage gestellt, alles wird in Frage gestellt, Meisterschaft ist auch schon verloren und so. Ja, das war scheiße in Union und da gehen wir ja gleich auch nochmal drauf ein. Aber ist es denn, gibt es nur noch Extreme? Ist das, oder ist das so etwas, wo ich persönlich nicht so gut mitarbeiten kann? Weil das ist so das, wie es mir vorgekommen ist. Entweder ist alles geil oder ist alles scheiße. So ein bisschen dazwischen gibt's nicht mehr. Hast du deine Frage ja so gerade selber beantwortet? Achso, ja. Könnte ja auch sein, dass ihr es anders seht. Achso, okay. Ja, ich finde, das kann man ja, also das ist ja so das Schwarz-Gelb-Forum-Mantra irgendwie so, entweder alles ganz toll oder alles ganz furchtbar, von daher stimme ich dir da eigentlich zu. Ich kann da auch nicht mit so viel mit anfangen, wenn man, ja, da so in beide Richtungen so sehr harte Ausreißer hat. Zumal, also wie gesagt, nach dem Augsburg-Spiel war es ja irgendwie alles irgendwie ganz geil und jetzt ist halt irgendwie, ja, also dass es jetzt zum ersten Mal so Trainerdiskussionen gab oder man die so lesen konnte, das hat mich schon auch wirklich irritiert. Aber was halt da irgendwie, glaube ich, so mit reinspielt, ist halt einfach die Frage, wie sehr sehen wir gerade Sachen, die uns halt immer wieder begegnen und man dann wirklich nicht so richtig weiß, was und wann wird sich an gewissen Sachen, über die wir bestimmt gleich noch sprechen, halt was bessern. Und wenn man da irgendwie so ein bisschen hoffnungslos, will ich es jetzt mal übertrieben sagen, in die Zukunft schaut, dann sorgt das, glaube ich, auch so ein bisschen für diesen Frust, wenn man nicht so richtig weiß, was passiert da jetzt, um gewisse Fehler, die wir irgendwie immer wieder sehen oder gewisse Szenarien, die wir immer wieder erleben, um das irgendwie abzustellen. Hat da auch die Länderspielpause jetzt mit zu tun, wenn man jetzt Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen, weil die Nationalmannschaft eh scheißegal ist, Jens? Ja, also klar, natürlich, wäre schön gewesen, diese Pause, die ja dann wie immer, ich habe sie bis heute nicht verstanden, nach gefühlt 2 Spielen kommt, in dem Fall 3, aber ja, sie kommt immer zu früh und total unnütz und Länderspiele abschaffen. Ja, das ist ein Punkt. Ich glaube, der andere Punkt ist eine Sache, die Georg ansprach, du nanntest das schwarzgelb.de Forumsmantra. Ich glaube, das hat sich mittlerweile tatsächlich zu einem gesamtgesellschaftlichen Mantra entwickelt, dass es halt nur noch Extreme gibt. Ja, also wirklich mal differenziert ist in Zeiten von Instagram, Twitter und Co. halt auch schwierig. Deshalb habe ich ja dann irgendwie 1,5 Tage nach dem Spiel
mal 18 Tweets in Folge rausgepackt, weil man halt auf 280 Zeichen nicht oh, krass, ja, wirklich ich das sagen kann. Was? Das war sehr, sehr lesenswert, sehr lesenswert. Danke, das wollte ich jetzt nicht, also ich wollte, war jetzt kein Phishing for Compliments von mir, ich wollte nur sagen, dass es generell so die Verkürzungen und ja auch politisch so eine bisschen Extremisierung der Gesamtgesellschaft gerade uns heimsucht und deshalb ist das natürlich so, aber ja, das, dafür war der BVB generell schon immer sehr anfällig, dass es nur ja von Himmel hoch jauchzend oder zu Tode betrübt gab oder gibt. Und der zweite Punkt, den Georg schon richtig angesprochen hat, war halt, dass das, was da aufgefallen ist gegen Union, gefühlt Dinge sind, die man jetzt seit einem Dreivierteljahr sieht. Und wo man eigentlich die Hoffnung hatte, diese Sommerpause, dieser Transfersommer, der ja dann jetzt gestern erst zu Ende gegangen ist, hätte da einige Dinge verbessert, weil man sich ja auch mannigfaltig neu aufgestellt hat und auch viele Spiele abgegeben hat. Ein Transfersommer, den man ja eigentlich bis zum Hummels-Transfer uneingeschränkt als herausragend bezeichnet hat. Danach gab es so ein bisschen, na, vielleicht doch nicht. Und letzten Endes fehlt dir, Fanny, ja immer noch ein Stürmer, den du dann nicht bekommen hast. Ja, also alles in allem ja eigentlich ein guter Transfersommer, der dann augenscheinlich doch die größten Schwächen der nahen Vergangenheit nicht beheben konnte. Und ich glaube, das führt dann jetzt dazu, dass man in der Euphorie, die man vielleicht hatte und die man sich so selbst durch die Saison retten wollte, weil es die, glaube ich, braucht hier in Dortmund, damit die Mannschaft über sich hinauswachsen kann, damit das Umfeld über sich hinauswachsen kann, um vielleicht doch endlich mal wieder deutscher Meister zu werden. Die ist halt natürlich jetzt durch so ein Spiel, und es war ja nicht das erste, das kommt ja hinzu, gegen den FC sah es ja schon ähnlich schlecht aus. Natürlich wird da die Euphorie einfach gebremst und dann fällt man halt einfach, wenn man auf einer hohen Wolke schwebt, sehr tief. Die Wahrheit liegt aber wahrscheinlich irgendwo in der Mitte und da werden wir uns jetzt dann die Zeit nehmen, drüber zu reden. Ja, gut, tun wir das doch mal und schauen mal, wo die Wahrheit jetzt wirklich liegt. Aber sollen wir vielleicht noch, weil ich hier noch, wir haben noch so einen Absatz stehen. Erstens, kurz die Chance, bevor wir weiterreden, abonniert uns bei iTunes und sagt allen euren Freunden und bei YouTube und gebt uns Feedback an podcast@schwarzgelb.de per E-Mail oder an @aufohren bei Twitter. Ich wollte den Werbeblock einfach mal mittendrin einbauen, damit die Leute den nicht skippen können, wenn er am Ende so angehängt wird, sondern einfach so bam, bam, bam. Oh mein Gott, jetzt sind sie voll angefixt und wollen es hören und müssen den Werbeblock hören. Manchmal bist du schon ein cleverer Bursche, ja. Ja, danke. Und zweitens wollte ich gerne noch so ein paar Short News quasi einstreuen, die ich am Anfang erwartet hätte, denn ich sprach ja gerade davon, dass die Transferperiode zu Ende ging und das ging sie bei Borussia Dortmund mit einem letzten Abgang. Marius Wolf, über den wir vor etwas mehr als einem Jahr mit Marvin vom Eintracht-Podcast und Fußball 2000 mittlerweile auch gesprochen haben, wechselt auf Leihbasis zu Hertha BSC für ein Jahr. Der BVB spart sich da einen ordentlichen Batzen Gehalt. Marius Wolf kriegt hoffentlich ein bisschen mehr Spielpraxis als in Dortmund, wo er nach einer meines Erachtens ganz guten Vorbereitung dann doch relativ weit hinten anstand. Und dann gucken wir mal, ob er da dauerhaft bleibt oder nicht. Oder ob er vielleicht zurückkommt und gestärkt hervorgeht aus dieser Leihe. Außerdem hat er gar keinen Kaderplatz gehabt, ne? Und zuletzt. Genau. Und ja, dann ist es wohl eine Leihe mit Kaufoption anscheinend. Und dann schauen wir mal. Das ist ein bisschen mysteriös, aber wenn er jetzt nicht im Kader ist und wir nun mal viele Spieler haben, finde ich das gar nicht so unverständlich zumindest. Zumal für seine, selbst seine Zweitposition als rechter Verteidiger kam ja mit Matteo Morey auch noch jemand dazu, der das übernehmen kann und der, sobald er dann wieder fit ist, vielleicht auch für die offensiven Außenbahnen eine kleine Alternative ist. Im Gegenzug bleibt Rafael Guerreiro, über den lange spekuliert wurde bei Borussia Dortmund. Da stand lange Zeit ein Transfer entweder zum FC Barcelona oder zuletzt dann vermehrt zu Paris Saint-Germain in den Sternen. Im Raum. Und im Raum, ja, das wollte ich eigentlich sagen. Manchmal verliert man den Gedanken mitten im Satz. Für ihn vielleicht auch in den Sternen. Ja. So wie ich das verstanden habe, wäre man bei Borussia Dortmund durchaus gewillt gewesen, ihn für eine angemessene Ablösesumme abzugeben. Die hat aber augenscheinlich weder der FC Barcelona noch Paris Saint-Germain geboten. Bei PSG lag das angeblich am
Financial Fairplay, weil ja dann auch der Neymar-Transfer zum vorhergenannten FC Barcelona nicht zustande gekommen ist, war dann angeblich kein Geld oder zumindest kein Budget mehr da. Ich glaube, Geld wäre da gewesen, aber man muss ja im Rahmen von Financial Fairplay so ein bisschen darauf achten, wie viel man einnimmt und wie viel man ausgibt. Der Kicker berichtet außerdem, dass Rafael Guerrero jetzt wahrscheinlich auch noch seinen Vertrag verlängern soll. Vermutlich nicht unbedingt langfristig, sondern vorrangig deshalb, damit der BVB ihn nächsten Sommer dann nicht ablösefrei ziehen lassen muss. Mal gucken. Ich bin gespannt. Das ist wohl eine interessante Personalie und davon haben wir noch eine zweite. Aber erstmal Raf Guerrero, was sagt ihr dazu? Ja, im letzten Mal eigentlich schon vieles darüber geredet, ne? Und viel gesagt. Seitdem hat sich meine Meinung jetzt nicht so viel darum geändert, muss ich sagen. Da ging es ja um solche Sachen wie, dass er als 12. Spieler in der Mannschaft sehr gut ist, aber es irgendwie so nicht so richtig in die Startelf geschafft hat und er aufgrund seiner Flexibilität und seiner Rolle als Allrounder halt sehr gut dann auch mal helfen kann. Und das hat man jetzt eben weiterhin im Kader. Und wenn man dann eben so eine Lösung jetzt gefunden hat, wenn er jetzt wirklich noch ein Jahr verlängert, damit er im nächsten Sommer dann nicht ablösefrei Dortmund verlässt, dann ist das eigentlich eine ganz gute Lösung, muss ich sagen. Weil, die Alternative wäre gewesen, der ist jetzt im Sommer dann eben ablösefrei weg. Dann wäre es vielleicht besser gewesen, ihn jetzt schon so verkaufen. Und jetzt hat man eben ein Jahr nochmal Guerrero im Zweifel. Und dann kann er eben gehen, wenn er dann doch nochmal Geld einbringen kann. Das fände ich jetzt schon fast eigentlich so die Ideallösung in der Personalie, wenn man es nicht schafft, ihn davon zu überzeugen, langfristig in Dortmund zu bleiben. Ja, glaube ich, müsste ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich glaube, der BVB ist da jetzt mit der Situation ganz glücklich. Und wenn man auch so ein bisschen gehört hat, was Zorc vor allem immer gesagt hat, ist das, glaube ich, jetzt auch das Szenario, mit dem man sich ganz gut abfinden kann, wenn er jetzt dann halt auch eben den Vertrag verlängert. Das muss man ja dann nochmal abwarten. Aber ansonsten bin ich auch froh irgendwie, dass wir den auch jetzt eine Weile haben oder zumindest jetzt halt die Saison voraussichtlich, wenn da jetzt nicht im Winter irgendwas passiert. Wurde jetzt ja auch gegen Union eingewechselt, hat jetzt da vielleicht nicht unbedingt Bäume ausgerissen, aber an und für sich ist das schon, glaube ich, ein Spieler, der dann, auch wenn er nur als Nummer 12, wenn wir das jetzt mal so nennen möchten, von der Bank kommt, schon, glaube ich, nochmal ein Spiel verändern kann oder seinen Stempel da aufdrücken kann. Von daher finde ich das wirklich so ganz gut, die Lösung. Und wenn er dann den Vertrag verlängert, auch jemand, der dann, glaube ich, auch einen ganz guten Ablöse einbringen kann, anders jetzt als vielleicht Mario Götze. Ah, jetzt nimmst du mir die wunderbare Überleitung vor, in meinem Kopf schon gestrickt habe. ich kurz zu Raf Guerrero noch, ich wäre einfach nur einigermaßen unglücklich gewesen, wenn man ihn hätte ziehen lassen, ohne Ersatz zu verpflichten, weil, wie letztes Mal schon gesagt, er ist für mich halt irgendwie Spieler Nummer 12 und danach gibt es dann qualitativ einen Abfall, A, zu Jakob Bohnen-Larsen und B, zu Mario Götze, der auch nicht gewechselt ist diesen Sommer, aber jetzt mit auslaufendem Vertrag bei Borussia Dortmund überwiegend auf der Bank Platz nehmen wird. Auch da ist die Situation meines Wissens nach so, dass ihm ein mehr oder weniger unterschriftsreicher, reifer Vertrag zur Verlängerung vorliegt. Reich war er eben nicht, das ist ja das Problem. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man sich da einigen würde, aber auch Mario Götze sich die Situation jetzt rund um Paco Alcácer und die Offensivreihe von Borussia Dortmund gut ansieht, um zu sehen, welche Rolle er spielt, nachdem er in der letzten Rückrunde, und das muss man dann auch, wenn man ihn persönlich nicht so mag, wahrscheinlich auch einfach mal anerkennen, einer der besten Spieler in diesem Kader war. Und er würde jetzt entscheiden. Ich glaube, beim BVB möchte man ihm da jetzt auch nicht zu sehr Druck machen, weil man das auch verstehen kann, wenn er sich sportlich entscheiden möchte und man finanziell sich irgendwie einig würde. Also bleibt uns auch Mario Götze zumindest bis zum Winter, aber wahrscheinlich bis zum Ende der Saison und vielleicht sogar darüber hinaus weiterhin erhalten. Vielleicht noch was, weil wir jetzt gerade beim Thema Transfers sind. Ich weiß, wir sind ja hierbei jetzt auf dem Punkt und wollen jetzt vielleicht nicht so sehr ausufern, aber was ich mich generell gestern bei diesem Deadline-Day, wie man das so schön nennt, gefragt habe, ist es euch auch aufgefallen, dass es irgendwie so eine Entwicklung ist, dass mittlerweile gerade jetzt Spieler, die, sage ich mal, ein bisschen größere Rolle spielen, auch größeren Marktwert haben, dass da fast nur noch Laien stattfinden? Mhm. Was ja irgendwie, weiß ich nicht, ob man das so deuten kann, als ob der Markt so ein bisschen
Ja, da war, als ob das so ein bisschen, ja, jetzt will ich nicht sagen implodiert, aber zumindest da jetzt auch die großen Teams nicht mehr bereit sind, da jetzt diese irrsinnigen Summen zu zahlen und dann halt einfach diese Leihgeschäfte immer durchgeführt werden, die dann vielleicht mit weniger Risiken auch verbunden sind etc. Aber das ist mir jetzt gestern gerade am Ende aufgefallen, dann wird irgendwie Icardi nach Paris verliehen, Rebic wird, glaube ich, ist auch geliehen, Mkhitaryan nach Rom und so, also dass auf dem Level wirklich ganz viel mit Ausleihen mittlerweile gearbeitet wird. Aufgefallen ist es mir auf jeden Fall. Ich glaube aber, es liegt mehr so, also so verstehe ich das zumindest, dass diese Laien mehr so existieren und jetzt vor allen Dingen häufiger vorkommen, weil das so Möglichkeiten sind, ja, Sachen zu umgehen. Also Jens hat ja eben schon mal von Financial Fair Play gesprochen. Ja, dass man da das so ein bisschen damit umgeht. Teilweise auch so ein bisschen das Geld, also da kenne ich mich jetzt leider auch nicht zu sehr aus, aber so eine Ablösesumme ein bisschen verteilen kann über eine gewisse Zeit, wenn es dann, gab es da nicht auch sowas bei dem Hammes-Transfer, von der ja dann doch jetzt nicht wirklich dann vollzogen wurde, dass man dann halt zumindest so und so viel Geld dann erst auf das und das Geschäftsjahr hätte abrechnen können und dann die Ablösesumme wieder auf die andere und so. Frag mich nicht nach ganz genauen Einzelheiten, aber das war zumindest so mein Gefühl und ja, auch das, was ich ab und zu mal so ein bisschen gelesen habe, aber wie gesagt, ganz tief drin stecke ich da jetzt auch nicht, aber ich glaube, das hat viel auch damit zu tun, dass man dann halt versucht, das in irgendwelche Geschäftspläne reinzupacken oder in dem Financial Fair Play dann halt zu folgen, so hatte ich es zumindest aufgenommen. Jens, vielleicht auch mehr schlicht zu? Nee, aber ich würde dir zustimmen. Ich glaube, da liegt es A an sowas wie Regelungen und Geschäftsjahr und keine Ahnung was. Manchmal vielleicht auch einfach schlicht mangelnde Liquidität. Mhm. Ne? Also wir würden den Spieler gern haben, wir können ihn aber diesen Sommer nicht bezahlen, weil wir haben schon x andere Spieler gekauft oder keine Ahnung was. Nächsten Sommer kriegen wir das aber hin, also leihen wir ihn jetzt aus. Bei Pulisic war es ja zum Beispiel, da ging es ja tatsächlich darum, der BVB hätte ihn nicht abgegeben, hätte Chelsea ihn nicht zurückverliehen, weil der BVB keinen Ersatz bekommen hat. Also hat Chelsea ihn gekauft und zurückverliehen, weil sie im nächsten Sommer nicht gedurft hätten. Mhm. Und ich glaube, es ist ganz oft auch einfach so eine Spielpraxissache. Also auf der einen Seite sind die aufnehmenden Vereine, glaube ich, nicht immer bereit, das Risiko einzugehen, einen Spieler zu kaufen, der bei dem vorherigen Verein nicht überzeugt hat oder nicht viel Spielpraxis hatte. Und auf der anderen Seite ist so eine Leihe auch immer ein relativ guter Weg, einen Spieler A aus dem Kader zu kriegen, der für Unruhe sorgen könnte und B, einem Spieler, der unzufrieden ist, Spielpraxis zu vermitteln und ja, C, das Gehalt auch einzusparen. Auch nicht für alle, ne? Also der Rebic, der wird, glaube ich, nicht mehr für Frankfurt spielen, da bin ich mir relativ sicher, dass der nochmal irgendwann zurückkommen wird. Und bei auch den Modalitäten bei Inter und so, das sind ja jetzt nicht Laien, wo man mal sagt, ach komm, wir leihen uns den mal aus und gucken mal, ob der was kann oder so zumindest. Nicht, bei den Rebic-Deal bin ich auch nicht so ganz in den Modalitäten, der ist ja quasi getauscht worden auch. Also getauscht das auch und geliehen, ja genau. Ja. Also so wie ich das verstanden habe, hing das glaube ich sogar, also Silva war dann irgendwie noch beim Medizincheck und dann gab es Probleme und wäre Silva nicht zu Frankfurt gegangen, wäre Rebic auch nicht anders. Keine Ahnung, also ja, ich kann bei meinem Handyanbieter eine Handytauschoption buchen und dann muss immer erst gecheckt werden, ob das Handy, was ich abgebe, was ich dann wieder einschicke, ob das in Ordnung ist und dann kriege ich das neue und sowas alles. Vielleicht ist das so eine Rebic-Tauschoption oder so, die dann vereinbart wurde. Dann musste man halt auch erst gucken, ob da alle Seiten in Ordnung sind. Große Vorbild. Ja. Nee, also ich glaube, dass Modalitäten genau umgehen von irgendwas und in dem Fall, den wir ja jetzt häufiger haben, beim BVB, der hat ja relativ wenig ausgeliehen und viel mehr verliehen, ging es ja tatsächlich darum. Spielpraxis, ja. Ja. Entweder Spielpraxis oder man wird den Spieler halt nicht zu dem Preis los, den man sich vorstellt. Mhm. Und deshalb aber versucht der ist man wenigstens jetzt mal von der Gehaltsliste runter, ne? Genau. Was dann auch noch ja, positiv klar, ist. Ja. Also das hilft dann auch dem Spieler. Ich denke, im Fall Marius Wolf war es tatsächlich absolut. Eher, ging das vom Spieler aus, dass er gesagt hat, ich würde ganz gerne, weil ich sehe hier keine Perspektive. Also lasst mich doch bitte. Und dann hat der BVB wahrscheinlich auch gesagt, ja klar, 4 Millionen Euro weniger Gehalt zahlen im Jahr, ist doch geil. Geh ruhig. Und im Fall Schürrle zum Beispiel war es ja dann eher anders, dass man gesagt hat, okay, oh, verdammt, den werden wir nicht los. Da zahlt halt keiner die 30 Millionen für, die wir für den gelatzt haben. Dann leihen wir ihn halt aus und hoffen, dass er explodiert. Hoffen, dass er sich da ein neues Preisschild erspielt.
Und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen die Mischgeschichte. Ich glaube, bei Schick von Rom zu Leipzig, was, glaube ich, echt gut war, fürchte ich. Fürchte auch. Gibt's da auch irgendwelche Weiterverkaufsbeteiligungen, die Rom erfüllen muss, wenn der Transfer bis zu Datum X über den Betrag, sonst müssen sie fix 20 Millionen, keine Ahnung. Also sowas soll dann wahrscheinlich Fußball auch. Fußball ist immer mehr Mathematik geworden, ne? Das ist ja auch viel schlimmer ist es Geschäft geworden. Ja, oder so, ja, genau. Wenn ich an den Dembélé-Transfer denke, ne, da wird dann erstmal eine Initialablösesumme bezahlt und den Rest kriegt man dann so häppchenweise, wenn er 25 Spiele gemacht hat, wenn er 50 Tore geschossen hat, wenn er dreimal mit der Trainersfrau geschlafen hat und sowas, dann kriegt man halt nochmal Geld nochmal überwiesen und so häppchenweise. Hat ja dann auch so die gleichen Gründe, ne? Ja, ist Mathematik, ist Geschäft tatsächlich. Oder der Mkhitaryan-Transfer, wo irgendwie bis zum Ende nicht mal ganz klar war, wie da eigentlich die, ich nenne das jetzt mal ganz platt, Eigentumsverhältnisse irgendwie genau gestrickt sind. Muss man sich mal vorstellen, da gehört jemand. Okay, wir reden halt über Menschen, ja, das ist halt, ja, ja. Also ja, es geht ja letzten Endes um Spielberechtigung, aber ne, die gehört ja nicht der Mensch, sondern du hast deine Spiellizenz quasi, aber ist trotzdem krass. Ja, es wird leider einfach immer mehr Geschäft und das sind Auswüchse davon, die echt nicht schön sind. Auswüchse, denen sich die UEFA entgegengestellt hat, sind die bei den Ticketpreisen gewesen. Ja, stark, oder? Das und da hat die UEFA passend zur Champions League-Auslosung ein Price Cap, also eine Preisobergrenze für Auswärtstickets eingeführt, die bei 70 Euro liegt. Was, wenn ich mir die Preise im Nou Camp ansehe, ja, sehr gut ist. Denn da kosten die Gästetickets jetzt Fest, ne? 70 Euro und das günstigste Ticket im dritten Rang kostet 89 Euro und es geht dann hoch bis, ich glaube, 179 oder sowas im Unterrang. Schön, da freut man sich auf Reisen nach Barcelona. Ja, in der Euroleague haben sie es auch eingeführt, da ist es nicht so hoch, da sind es 45 Euro. Sieht man halt auch wieder die Unterschiede zwischen den beiden Wettbewerben. Ne? Ich fände so 45, 50 Euro fände ich bei der Champions League eigentlich auch so. Ist auch immer noch genug viel Geld, könnte man auch mal ruhig drüber nachdenken. Aber das kriegt man dann den Verein wieder nicht verkauft und deswegen geht's halt nicht. So ist es halt immerhin etwas. Ne? Und 70 Euro sind immer noch eine Stange Geld, aber wenn Borussia im Nou Camp spielt, zahlt dafür Jens auch 70 Euro wahrscheinlich. Ich fürchte im Zweifel sogar mehr, aber das ist dann auch eine einmalige Sache. Aber, und da ist dann, kann man mir jetzt durchaus Heuchelei attestieren, wenn ich auf der einen Seite den Kapitalismus im Fußball und das Geschäftsgebaren beklage und auf der anderen Seite halt doch hinfahre, bin ich es halt auch selber schuld. Und das sind Gedanken, die habe ich mir tatsächlich bei dieser Auslosung nicht gemacht. Ich habe gedacht, koste es, was es wolle. Und jetzt kostet es im Zweifel sehr viel Geld und dann ärgere ich mich und deshalb muss ich dann vielleicht für die Zukunft Konsequenzen ziehen, aber dieses Jahr nehme ich noch mit. Ja, man sagt es halt auch immer so leicht. Ne? Ich habe auch wieder gedacht, meine 6 Spieltage, die ich da zur Option habe und dann liegt einer in den Ferien und jetzt spielen wir bei Inter Mailand, während ich Ferien habe. Das heißt, ich kann mal so ein Gruppenspiel mitnehmen, dann noch bei einem attraktiven Gegner. Ich würde da jetzt auch erstmal sagen, ich bezahle da auch jetzt erstmal eine ganze Menge Geld für, wenn ich eine Karte kriegen kann. Ne? Und auf das Zweite, ja, dann ein bisschen drauf geschissen. Das ist halt auch das Problem. Irgendwie macht man halt den Scheiß dann halt mit und regt sich trotzdem darüber auf. Und ja, vielleicht darf man sich dann nicht mehr aufregen, aber es ist schwer, da eine allgemeine Lösung zu finden. Das muss, glaube ich, auch jeder für sich selbst irgendwie hinkriegen. Ne? Ja, Borussia Dortmund. Weil man ja schon ein bisschen weiter ist, wenn man, finde ich, überhaupt schon mal so ein Bewusstsein dafür hat, dass es da Auswüchse gibt, die irgendwie nicht so toll sind. Klar, wenn man dann am Ende trotzdem das bezahlt, dann bringt einem das vielleicht auch irgendwie nicht so viel, aber ich glaube, da ist man schon so ein bisschen weiter als einige andere Stadionbesucher, wo man sich noch nicht mal über sowas irgendwie Gedanken macht. Wie gesagt, hilft vielleicht dann auch nicht so viel, aber immerhin. Das stimmt. Borussia Dortmund, du bist unsere Droge. Wir brauchen dich täglich, es geht nicht mehr ohne. Das wollte ich an der Stelle nur sagen. Ich glaube, das ist nämlich ein Problem. Ne? Also es gibt halt, man kommt halt auch nicht weg so von dem ganzen Ding. Ich glaube, das ist, also ich kenne so viele Leute, die irgendwann gesagt haben, ich fahre nicht mehr zum Fußball und jetzt sind sie doch wieder da. Ja. Ne? Also, vor allen Dingen, wenn man nur zwei Hobbys hat, so wie Jens, dann ist das halt auch ein Problem. Beide reden sich um Fußball, ich brauche mal was anderes. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist Podcast und das Fußballding, das ist auch eigentlich nur ein Hobby. Ne? Ohne Fußball würdest du das ja auch nicht machen.
Ja, richtig. Ich gucke mir keine eingehüllten Männer in Unterhosen an. Nee, siehst du, bin divers. Aber falls jemand Bock hat, hier in der Region Neuss-Düsseldorf regelmäßig was zu unternehmen oder mal auf ein Date zu gehen, ey, schreibt ruhig. Meldet euch, @Baumwollhose bei Twitter. Ich habe ja auch wahrscheinlich keine Hobbys, also habe ich auch Zeit. Wollen wir kurz sagen, du arbeitest sehr viel. Wollen wir kurz sagen, was wir planen? Ich habe gerade gesagt, ja, Herbstferien bedingt kann ich Inter Mailand schaffen und ich möchte es sehr gerne tun. Jens hat gerade schon angedeutet und ich glaube, ich habe es auch so verstanden, du wolltest alle Auswärtsspiele machen, richtig? Ja, also ich habe am Abend vorher zu meinem Arbeitskollegen gesagt, beziehungsweise am frühen Abend, weil wir ja die Live-Übertragung gemacht haben, da musste ich ein bisschen früher gehen, habe ich gesagt, boah, mega geil wären Barcelona, Inter und Prag. Da hätte ich richtig Bock drauf. Das wäre meine Traumgruppe. Ja, cool. Ja, dann hat er mir abends noch eine SMS geschrieben, Alter, es ist nicht wirklich genau die Gruppe geworden, die du haben willst und deshalb werde ich wahrscheinlich auch alles irgendwie machen. Wahrscheinlich Mailand mit dir zusammen in irgendeinem gemieteten Großraum, Kraftfahrzeug, das dann wieder liegen bleibt. Und nein, wir dürfen nur nicht voll Enterprise mieten. Vielleicht ist das meine einzige Bedingung, die ich habe. Georg, fährst du auswärts? Möchtest du was machen davon? Ja, also bei mir ist Mailand und Barcelona eigentlich schon soweit gebucht. Ja, ich habe da so mein Champions League Organisator, der mich dann vorher fragt, was willst du fahren? Dann sage ich ihm, welche Spiele ich gerne fahren will. Und dann kommt so ein paar Stunden nach der Auslosung eine E-Mail mit allen Verbindungen, Kosten, die ich überweisen muss. Und dann fahren wir halt so. Und dann muss ich dann immer zwar die Unterkunft organisieren, aber das ist dann auch okay. Von daher. Aber den genau, buchen den Mann? Der ist leider, man muss dazu sagen, der ist auf seine Art extrem geizig und pingelig. Das heißt, wenn man das dann halt nicht so auf den Cent genau überweist, dann kann der dir auch mal so die Karte vorenthalten vor Ort und sagen, wenn du mir jetzt nicht noch 43 Cent gibst, dann verschenke ich die Karte jetzt an irgendwen. Also der ist auch schon recht hartgesotten. Aber was das Organisatorische angeht, wirklich möchte ich den nicht missen. Der hat jetzt wieder wilde, gerade nach Spanien, wilde Flüge da rausgesucht mit Umstieg auf Mallorca und weiß der Geier nicht was. Ich habe es noch nicht so ganz gecheckt eigentlich, was es alles ist, aber es ist zumindest schon gebucht und genau, wenn dann mit den Karten nichts schief geht, was ich jetzt einfach mal glaube, dass das in Mailand und Barcelona passt, dann dürfte das insgesamt also alles so ganz, ganz gut werden, glaube ich. Heißt der zufällig Tommy? Na, nee, ich wollte es nicht direkt machen. Ich wollte fragen, ist der zufällig Fotograf, der Mann? Aber gut, jetzt wo ich jetzt es gesagt habe. Ist jemand anderes. Aber schön, dass ihr euch einig seid. Ja. Ich hätte es diskreter gemacht, aber gut. Ja, unser Fotograf hat einen gewissen Ruf. Liebe Grüße genau. An der Stelle. Vielleicht müssen wir die beiden mal zusammenbringen. Ja. Der hört das niemals hier, von daher können wir natürlich auch reden, nicht. Was wir wollen. Ja, dann die letzte News, die noch im Artikel oder hier bei uns im Vorbereitungsdokument steht, ist schließlich, dass Axel Witsel sich verletzt hat. Der fehlte gegen Union Berlin und für die Spiele gegen Leverkusen und Barcelona war er zumindest auch mal fraglich. Seitdem gibt es aber auch kein genaues Update. Es ist ja erstmal Länderspielpause. Bei der Nationalmannschaft ist er nicht. Thorgan Hazard war kurz da und ist dann mit seinem Bruder wieder abgereist. Und ja, dann schauen wir halt mal weiter. Jetzt haben wir tatsächlich schon recht viel geredet, deswegen würde ich vielleicht vorschlagen, Köln und Union Berlin in ein kleines Paket zu packen und über beide Spiele vielleicht so ein bisschen zusammen zu sprechen. In Köln 0-1 zurückgelegen, in Berlin 0-1 zurückgelegen, ist eine Parallele zum Beispiel. Und beide Tore, Gegentore, oder gegen Union waren es ja sogar, glaube ich, noch mehr, wieder Gegentore nach Standardsituationen. Und da sind wir wieder bei dem unbelehrbaren Thema, dass wir irgendwas nicht abstellen können. Ich glaube, das ist so der erste Elefant im Raum, den wir ansprechen müssen. Es hat sich nichts gebessert. Es ist immer noch jeder Eckball gefühlt gefährlich. Und es fallen viel zu viele Tore nach Standardsituationen. Und Georg hat ja eben schon davon gesprochen, oder im Vorgespräch hat er davon gesprochen, dass wir jetzt hier sitzen und vieles nicht erklären können. Und ich kann es mir auch echt nicht mehr erklären. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist, verdammt nochmal Ecken zu trainieren. Hat irgendjemand einen Ansatz, warum der BVB das nicht abgestellt kriegt? Es macht mich rasend. Und von den offensiven Ecken habe ich noch gar nicht gesprochen. Habt ihr das mit Sandro Wagner gesehen? Ich habe da so einen Ausschnitt gesehen, das ist halt ein Depp eigentlich, aber das war relativ amüsant, weil der war wohl im Doppelpass, war am Sonntag, ja, ist das genau? Mit und Edmund dann Stolmer. wurde
Ja, genau. Das, ich musste zweimal hingucken tatsächlich. Und Kalmund und Stefan F., also ist grandios. Jedenfalls hatte man dann auch diese Eckballgeschichte angesprochen und dann hat er gesagt, ja, er verfolgt den BVB gar nicht so viel. Warum teilen die nicht einfach dann mal einzelne Spieler zu und dann weiß jeder, wer wen hat und wenn dann was schief läuft, weiß man auch, was schief läuft. Dann hat einer gesagt, ja, haben sie auch schon gemacht. Dann hat er gesagt, ja, haben sie auch schon gemacht. Ach so, ja, dann sollen sie es lassen. Und vielleicht ist das so die richtige Antwort. Also ich, wie du sagst, ich habe keine Ahnung, was soll man dann noch machen so groß. Also vor allem, wenn man, wie du sagst, auch offensiv dann, also so schwach, wie man defensiv das verteidigt, so wenig Gefahr strahlt man bei eigenen Eckbällen oder Standards irgendwie aus. Auch jetzt der Hummels-Transfer, wo man jetzt sagte, da gewinnt man jetzt irgendwie die Lufthoheit zurück, hat jetzt da auch jetzt nicht in der Hinsicht irgendwie wahnsinnige Änderungen irgendwie herbeigeführt. Wobei das Union das erste Tor, ja, und das erste Union-Tor war ja nicht mal hoch, es war flach. Ja, stimmt, ja, umso schlimmer. Ja. Nein, also ich bin da ganz bei euch, ne, dass man gesagt hat, wir haben doch jetzt Mats Hummels, dann wird das mit den Ecken schon wieder hinhauen, ist ganz augenscheinlich nicht der Fall. Und ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe nicht. Eckbälle sind rein so vom Training her das Simpelste, was du machen kannst. Du kannst dich nach jeder beschissenen Einheit... Das Einzige, was man in jedem Fußballspiel planen kann. Du kannst kein Fußballspiel planen. Du weißt nicht, was passiert da draußen, wenn du auf den Platz gehst. Aber ich kann dir vor jedem Spiel sagen, dass es wahrscheinlich Ecken für den Gegner geben wird und Freistöße aus einer halbwegs passablen Position wird es wahrscheinlich auch schon mal von Zeit zu Zeit geben. Das kann man doch planen. Das weiß man doch. Es gibt, der FC Liverpool hat fucking Einwurftrainer, die dem sagen, was man machen kann, um Einwürfe besser zu machen und Standards sowieso und alles. Haben wir, verteidigen wir immer noch... Ich war noch nicht fertig, aber danke. Ja, Entschuldigung, dann mach weiter. Ich bin sauer. Entschuldigung. Ja, das, nicht nur du. Ich verstehe es nicht. Ne? Also, wir haben das ja, glaube ich, aus dem nein, ich wollte ja nochmal da anfangen, wo du mich unterbrochen hast. Wir haben es ja im Trainingslager schon nicht gesehen. Also und dann haben wir es dann erstmal drauf geschoben, okay, vielleicht machen sie das hinter verschlossenen Türen, aber augenscheinlich haben sie tatsächlich einfach keine Ecken trainiert. Und ich verstehe es nicht. Ecken trainieren ist so simpel. Es ist so einfach. Das ist nicht sonderlich kraftraubend. Das ist, klar braucht das ein bisschen Hirn und du musst aufpassen. Aber da kannst du auch 50 Ecken nach einem 60-minütigen Training hinten dran nochmal trainieren. Und bei einem Kader wie Borussia Dortmund, der mit 25, 26 Spielern ausgestattet ist, kannst du dabei gleichzeitig die Offensive und die Defensive trainieren. Ja, du machst eine Ecke mit fünf Offensive gegen fünf. Du kannst sogar ganze Mannschaften gegeneinander machen. Ja, du kannst einfach eine Mannschaft verteidigt, einer greift an. Und das kannst du das über Stunden machen. Vielleicht können wir das morgen üben. Gute Idee. Über Stunden könntest du das trainieren. Und sie tun es nicht. Und ich verstehe es nicht. Das entzieht sich mir einfach. In der letzten Saison haben wir mal zumindest über diese Sache mit der Raumverteidigung gesprochen. Da hat der Roman Bürki sich zum Beispiel hingestellt und gesagt, ja, klappt auch irgendwie nicht, vielleicht sollen wir das mal anders machen. Verteidigen wir die immer noch im Raum? Also mein Gefühl ist immer noch ja, oder? Weil ich war gerade gar nicht so sicher, als Georg das sagte mit Sandro Wagner und der 1:1-Zuteilung. Hatten wir das schon mal richtig? Ist das auch schief gegangen? Ich glaube, wir verteidigen die immer noch im Raum. Ich muss aber gestehen, halte mir quasi bei jeder Ecke die Augen zu, weil ich denke, jetzt passiert was und dann klingelt's. Deshalb habe ich das gerade nicht so genau auf dem Schirm. Aber ja, braucht zu wenig Ahnung. Aber Fanny, du hast ja gleich das nächste Problem angesprochen bei den Ecken, nämlich halt, das hat man ja auch dann viel gelesen oder wurde viel diskutiert, halt die Rolle von Bürki dann bei der ganzen Geschichte, weil ja dann doch man ja die berechtigte Kritik da vielleicht anbringen kann, dass jetzt die Präsenz bei Eckbällen von Bürki dann abseits der Linie nicht jetzt wahnsinnig, also nicht so, weiß ich nicht, Manuel Neuer-like ist unbedingt. Und das natürlich dann auch wiederum das Ganze planbar macht für den Gegner, wenn du halt Ecken da reinschlägst und weißt, da ist jetzt nicht ein Torhüter, der da mit Ellbogen und gestreckten Armen da durch die Gegend springt und alles aus der Luft pflückt, was in den Fünfer reinkommt, dann verschlimmerst du dieses Problem, was du ja schon mit deinen Feldspielern hast, ja noch gleich um Vielfaches. Ja, das stimmt. Roman Bürki ist sicherlich nicht derjenige, der da wirklich viel abpflückt und wegfaustet oder irgendwie viel unternimmt, das stimmt wohl. Wir haben da auch in der Redaktion schon mal drüber gesprochen, da wurde dann auch, bin mir gar nicht sicher, ich glaube aber Volker war es, der noch geschrieben hatte, dass er gar nicht so sicher ist, dass er nicht vielleicht sogar eine Anweisung ist an Roman Bürki, dass er gar nicht viel rauskommen sollte.
Das kann ich jetzt auch nicht wirklich seriös beurteilen, aber ja. Ist zumindest etwas, was auffällt, ne? Also, und das sind ja dann immer die Sachen, wo man sich denkt, warum passiert das? Und ob es eine Anweisung ist, wissen wir nicht, aber das ist jetzt zum Beispiel auch eine Stelle, wo ich sagen würde, da hat der BVB sich durch Roman Bürki merklich verschlechtert. Und wenn ich zurückdenke ans Jahr 2011, ist es, glaube ich, ein doofer Vergleich jetzt, aber es kam mir einfach, als Georg das gerade sagte, in den Kopf, da hat mich ein Bayern-Fan mehr oder weniger angeschrieben und hat gesagt, ey, yo, wie krass euer Langerak einfach in der Luft ist, der geht einfach in seinem ersten fucking Bundesligaspiel gegen den FC Bayern bei jeder Ecke raus, als wäre es nichts und holt sich den Ball. Und dann denke ich so, yo, krass, Mitch Langerak hat das gemacht und jetzt Roman Bürki macht es nicht. Da fällt einem nochmal so auf, das, was da so Dinge sind. Und natürlich macht das dem Gegner dann einfacher, die Ecken, er kann ihn näher vors Tor schlagen, wenn der Torwart nicht rauskommt. Bei FIFA würde ich in jeder Situation, wo ich denke, der Ball kommt, auch nur annähernd zwischen Torlinie und Elfmeterpunkt einfach Dreieck gedrückt halten. Torwart kommt raus und haut ihn zumindest weg. Und bei uns kriegen wir Ecken in den Fünfer und Bürki klebt auf der Linie. Das ist tatsächlich. BVB drückt in der Defensive derweil immer nur weiter einfach panisch auf Kreis und versucht, diesen Ball da irgendwie rauszukriegen. Das klappt meistens nicht. Nee, nicht mal, sie drücken nur X, damit sich gar nichts tut. Einfach nebenher laufen. Ja, also bei der Bürki-Kritik bin ich ein bisschen vorsichtiger, auch weil ich nicht weiß, ne, ich versuche dann immer die Alternative zu berücksichtigen. Ich weiß jetzt nicht, ob Marvin Hitz da jetzt mehr nach vorne geht. Keine Ahnung. Habe ich jetzt noch nicht so drauf geachtet? Ich tatsächlich auch nicht. Nee, das ist glaube ich, der Punkt. Also so sehr ich diese Kritik da an Bürki, so sehr ich die Ansicht teile, muss man halt auch, wie du sagst, gucken, was haben wir für Alternativen. Und ich bin da auch weit davon entfernt zu sagen, dass wenn jetzt da Marvin Hitz steht, dass das jetzt irgendwie dann sich gravierend verbessern würde. Dann könnte man wahrscheinlich halt generell drüber sich Gedanken machen, wenn man den Kader halt so, also ich muss mal vielleicht vorweg sagen, ich bin jetzt auch kein Fan davon, jetzt wirklich irgendwie da wegzureden und sagen, dass es irgendwie nicht der passende Torhüter für unseren Verein ist. Aber wenn man jetzt sagt, okay, man gibt da offensiv diese Meisterschaftsambition raus und verstärkt sich auf verschiedenen Positionen schon wirklich hochkarätig und hat jetzt letztlich auch auf allen Positionen wirklich hochkarätige Spieler, dann kann man sich schon fragen, ob jetzt Bürki im Tor diesen Qualitätsstandard auch so mitbringt. Weiß ich nicht. Also eigentlich letzte Saison sogar notenbester Torwart beim Kicker. Also absolut, ja, ja, ja. Ist immer schwierig. Bis zum Bremen-Spiel wahrscheinlich. Ja, okay. In der Tat. Ja, dann gib mir mal eine Alternative, die für den BVB machbar wäre. Ja, also, das ist nämlich das Problem. Deswegen, ich habe jetzt wirklich weder jetzt auf der Ersatzbank sozusagen, noch sonst so auf dem Markt jetzt die eine Nummer, wo ich dir sagen würde, den müssen wir jetzt holen und dann wird das jetzt sich total verbessern. Ja? Also ich weiß ja nicht, was an diesen Nübel-Geschichten dran ist. Also keine Ahnung, von dem jetzt ein Torwart, der irgendwie ein halbes Jahr oder der hat in der Rückrunde, glaube ich, jetzt... Das ist keine Alternative. Ja, dann zu sagen, der wird jetzt alles irgendwie verbessern, das ist ja, ja, abgesehen davon, dass der halt ein Blauer ist. Wenn man mit so einem Namen um die Ecke kommt, kann man das auch nicht so ernst meinen, weil ob sich jetzt dadurch das irgendwie verbessern würde, sei mir dahingestellt. Ja, ich habe auch keine Alternative im Kopf, aber es ist zumindest halt ein Problem offensichtlich. Ja, und für mich hat diese Suche nach einer Alternative dann quasi zwei Seiten. Die eine Seite ist, entweder ich suche einen Torwart, der besser zu dem von mir geplanten Spiel passt, oder ich passe mein Spiel so an, dass es besser zu dem von mir verfügbaren Torwart passt. Ne, also ich kann natürlich jetzt denken, okay, Bürki ist nicht gut, wenn ich im Raum verteidigen will, weil der kommt nicht genug raus, dann muss ich halt einen neuen Torwart kaufen. Oder ich merke, ich habe keinen anderen Torwart, dann muss ich vielleicht das Spiel so anpassen, dass es besser zu dem verfügbaren Spielermaterial passt. Oder halt die dritte Option ist halt, wir verteidigen im Raum und wir sagen, Roman Bürki noch bleibt bitte auf der Linie stehen oder sowas. Ne? Kann ja, ja auch noch sein. Jedes Spiel ein Eckentor gegen Aufsteiger. Genau. Das ist nicht gut. Und dann machen wir trotzdem weiter damit. Ich verstehe das alles nicht mehr. Also das ist echt auch mega frustrierend einfach nur. Vor allen Dingen, ich weiß, dass da auch ganz viel Stammtisch mit bei ist, wenn man so sagt, ja, das kann man doch trainieren und so und schlag beim Training halt 50 Ecken. Ja, das ist viel Stammtisch oder sowas. Aber ich möchte mich einfach weigern zu glauben, dass das nicht
abstellbar ist und dass man dann nichts machen kann. Also auch mit ein bisschen weniger Stammtisch, da kann man doch Situationen einüben, relativ genau Zuteilungen machen oder zumindest Absprachen treffen, wer wo wie zu stehen hat, wer wo was zu tun hat und so weiter. Das, also selbst wenn ich ein bisschen weniger sage, dann schlägt man halt 50 Ecken und trainieren das so lange, bis alle kotzen oder sowas, dann muss das trotzdem doch auch von einer Schulungsweise her machbar sein. Oder auch wenn es um eine Aufbereitung per Video geht, was heutzutage gemacht wird, dann muss man doch mal irgendwie was rausmachen können, dass nicht nach jeder Ecke wieder Holland in Not ist und so. Das ist, finde ich, halt echt schlimm. Ja. Naja, aber lassen wir die Ecken. Genau, ich wollte gerade sagen, kommen wir zu einem anderen Thema, was ich sehr schön mit Stammtischparolen füttern kann und werde. Gut, und hau raus. Das ist zwar generell, also gegen Köln und gegen Union war es ja schon ein bisschen so, dass die Mannschaft augenscheinlich dadurch verunsichert wurde, dass die beiden gegnerischen Mannschaften jeweils relativ hoch gepresst haben, relativ aggressiv gepresst haben und dann auch entsprechend aggressiv in die Zweikämpfe gegangen sind. Oder um es, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, war es Marco Reus oder Julian Brandt? Mit der Überheblichkeit? Man hat gemerkt, dass die anderen es mehr wollten. Achso, Brandt, ja, er hat gesagt, die haben mehr Willen gehabt, war sein Zitat, glaube ich. Genau. Ja. Wir reden ja oft dann darüber, dass Einstellungssache, also ich sage ja gerne auch selber an dieser Stelle dann, jeder von denen geht auf den Platz, um gewinnen zu wollen, ne? Und ich möchte jetzt niemandem davon die Einstellung absprechen, dass er es nicht will. Und ich glaube, man muss Einstellungen in dem Sinne dann vielleicht auch ein bisschen weg von der will nicht, sondern hin zu der ist nicht aggressiv oder der ist zögerlich oder wie auch immer, um dieses Einstellungstotschlagargument mal ein bisschen anders von der anderen Seite aufzurollen. Denn mein Gefühl ist schon, dass die Einstellung dann nicht gut genug ist, und zwar Einstellung im Sinne von, wie machen wir das und wie müssen wir vorgehen, nicht im Sinne von, ihr wollt das nicht. Allerdings hat auch Marco Reus dann gesagt, wir müssen von dem hohen Ross runterkommen, dass wir alles nur spielerisch lösen, und genau das ist dann das Problem, weil diese aggressive Spielweise unserer Gegenspieler oder unserer Gegnermannschaften, die ja überwiegend dann vor allen Dingen von den vermeintlich spielerisch schlechteren Mannschaften aus dem Abstiegs- und Aufstiegsregionen betrieben wird, scheint uns tatsächlich so wenig zu liegen, weil wir augenscheinlich versuchen, alles irgendwie spielerisch zu lösen. Und da fehlt, und deshalb hat mich das Augsburg-Spiel so euphorisch gestimmt und die da beiden danach so machen mich so depressiv quasi, es fehlt der Wille. Der sichtbare Wille, nicht der Wille in den Spielern, sondern gegen Augsburg hatten wir nach der Pause eine Viertelstunde oder so, wo die so zielstrebig waren, wo die so, man hat einfach gesehen, die versuchen jetzt alles, um in den nächsten 15 Minuten 3 Tore zu schießen, und dann haben sie in den nächsten 15 Minuten 3 Tore geschossen. Und das ist auch gegen Köln, war das nach der Umstellung und der Hereinnahme von Brandt, der dann auf die Achterposition gegangen ist, fand ich das auch besser. Und da hatte ich dann auch eher das Gefühl, ne? Also nicht nur gegen Augsburg, sondern auch diese 20 Minuten vielleicht gegen Köln, in denen man dann am Ende doch noch vernünftigen Fußball gespielt hat, ne? Ja, und das ist das, wenn ich jetzt dann irgendwann mal kurz und phrasenmäßig sage, die Mannschaft hat nicht die richtige Einstellung, dann ist das ein Teil davon. Also die richtige Einstellung im Sinne von, wie treten sie auf, um zu gewinnen? Denn dass sie eingestellt sind, sie wollen gewinnen, glaube ich. Und da möchte ich auch niemandem unterstellen, er wolle nicht gewinnen, denn das wäre ja total destruktiv und sabotagemäßig. Aber die Art und Weise, dahin zu kommen, ist dann tatsächlich oft zu verspielt. Gerade gegen Mannschaften aus dem niedrigeren Tabellendrittel. Und das funktioniert dann vor allem nicht, weil ich das Gefühl habe, durch die harte Gangweise der gegnerischen Mannschaften sind sie nicht in der Lage, das abzurufen. Also das Passspiel zum Beispiel gegen Union war halt grauenhaft. Und da hat sich leider Julian Brandt auch ein bisschen negativ hervorgetan. Dem hat man halt angesehen, er will, aber es hat nicht geklappt. Und ich glaube, da spielt halt eins zum anderen, dass halt die aggressive Spielweise dazu führt, dass die Pässe schlampiger werden, dass Zielstrebigkeit und Präzision einfach nachlassen, obwohl genau das unsere Punkte wären. Und da würde ich mir halt einfach auch mal wünschen, dass die Mannschaft, die ja gegen Köln hat sich dieses geduldige Spiel super gut ausgezahlt, weil man meines Erachtens nach schon Ende der ersten Halbzeit gemerkt hat, Köln wird dieses krasse Pressing nicht durchziehen können. Und irgendwann werden sich dadurch Lücken auftun, die man dann nutzen kann. Da fand ich Geduld angemessen. Aber wenn du mit 2 Toren hinten liegst bei Union,
Und dann versuchst du immer noch den Ball so, oh ja, dann spielen wir hier langsam und da langsam und überhaupt kein Zug drin. Ne? Also Zug im hatte Sinne von auch, Zielstrebigkeit. Hatte auch das Gefühl, dass die Mannschaft aus dem Köln-Spiel dann so ein bisschen am Ende war es ja ein Irrglaube, mitgenommen hat, ja, das schaffen wir schon noch irgendwie. So gerade mit dem schnellen 1-1 und sowas, ne, dass man dann das Paco Alcácer dann direkt erzielt hat. Und so von wegen, ja, den Rest, der läuft dann schon irgendwie. Wir sind ja individuell besser und so und hier ist ja kleiner Gegner oder so. Vielleicht nicht ganz so arrogant, wie ich das jetzt gerade wiedergebe, aber das schien auch so ein bisschen durch die Aussagen von Marco Reus und ich glaube auch Susi Zorc hat sich in die Richtung ein bisschen geäußert, dass da gesagt wurde, ja, man hat zu sehr vielleicht an die individuelle Qualität geglaubt und dann aber sich zu sehr darauf verlassen und zu wenig dann für das Spiel getan. Ne? Ich meine, das Spiel in Union war, also erste Hälfte fand ich noch halbwegs okay, die zweite Hälfte fand ich ganz grässlich. Also das war eines der schwächsten Spiele der jüngeren Zeit, würde ich sagen. Also müsste ich schon länger überlegen, wann ich mal so ein schlechtes BVB-Spiel gesehen habe. Und so ideenlos und so kreativlos und so. Und ich finde, da kam dann immer so ein bisschen dieses, ja, läuft schon irgendwie. Gleich machen wir schon noch irgendwie ein Tor. Das hat sich so ein bisschen da durchgezogen in meinen Augen. Was ich in dem Zusammenhang halt irgendwie so irritierend fand, weil ich bin da auch weit von entfernt, so diese, wie du gerade gesagt hast, so diese Stammtischparolen, alles irgendwie auf Einstellung und die müssen Gras fressen und so weiter. Ich finde, Jens, du hast das gerade ganz schön erklärt, wie man das auch irgendwie sozusagen sportlich einordnen kann und so diese Verbindung machen kann zwischen dem, was da so an Einstellung irgendwie passiert und wie sich sowas eben sportlich auf dem Platz äußert, dass man zum Beispiel sagt, naja, wenn du halt die ganze Zeit wie angepresst wirst, dann zermürbt dich das irgendwie und so weiter. Was ich aber dann in dem Zusammenhang mich immer frage, was ist denn dann, wenn wir dann irgendwie in die Halbzeit gehen und also mit welchem Plan wird man denn dann oder wird die Mannschaft dann halt in die zweite Halbzeit geschickt? Weil mich hat das irgendwie überrascht, dass Favre nach dem Spiel in der Pressekonferenz ganz oft betont hat, man hätte geduldiger sein müssen und es hätte die Geduld gefehlt. Weil das würde ja voraussetzen, dass man sagt, man hätte irgendwie überhastet gespielt. Und das ist jetzt irgendwie das Geringste, was ich da gesehen habe in der zweiten Halbzeit. Gerade, du hattest es auch eben schon angesprochen, so ein bisschen dieses Behäbige. Es gab mehrere Situationen, ich glaube einmal Hummels, einmal Alcácer, wenn ich das richtig zusammenkriege, wo wirklich an der Strafraumkante oder sogar im Strafraum drin der Ball zugespielt wurde und man wirklich mit einer Ruhe den Ball gestoppt hat. Diese Hummels-Situation. Wo man so denkt, du musst ja keine Augen im Hinterkopf haben, um zu sehen, dass da jetzt gerade ein Verteidiger angerauscht kommt, aber so ein bisschen, irgendwie war glaube ich nach einem Standard oder nach einer Ecke oder sowas, da muss man ja irgendwie so ein bisschen mit rechnen, naja gut, ich bin jetzt hier wirklich ganz nah vom Tor, da kann es durchaus mal vorkommen, dass dann Verteidiger noch seinen Fuß reinstellt. Und da wurde wirklich mit einer Behäbigkeit und Ruhe gespielt, die halt völlig unangebracht war. Umso mehr, wie gesagt, irritiert mich das, dass man dann im Nachhinein sagt, man hätte irgendwie geduldiger. Also geduldiger in welcher Hinsicht, habe ich mich halt gefragt. Und auch das spielt ja wieder so ein bisschen dann in die Richtung oder in diese Sache rein, dass man sagt, geduldig heißt das dann, wir warten einfach, so wie das dann in Köln eben der Fall war, bis der Gegner einfach zermürbt ist und das einfach nicht mehr mithalten kann oder nicht mal dieses Tempo aufrechterhalten kann, was dann halt das Spiel über gebracht wird. Und dann denke ich mir, wenn das halt der Plan irgendwie ist, wir spielen da so lange irgendwie die Kugel rum, bis die anderen halt nicht mehr können und hoffen dann, dass meinetwegen wie dann gegen Köln der Sancho halt einfach dann mit so einer Einzelaktion einfach einen geilen Treffer macht nach einer Ecke. Da hätte ich irgendwie so ein bisschen mehr Perspektive, wie man das halt sportlich auch einfach löst, abseits von so Phrasen wie, ja, die müssen sich mehr reinhängen, die müssen das mehr wollen. Auch da glaube ich, dass man, glaube ich, dem Brand da ein bisschen Unrecht tut, wenn man jetzt dieses eine Zitat da so ein bisschen überbewertet. Weil ich meine, also Spielerinterviews, vor allem kurz nach Abpfiff, darf man auch nicht überbewerten. Also Oli Kahn hat das ja, glaube ich, so ganz gut mal irgendwann erzählt, der ja wirklich absurde Sachen zum Teil da gesagt hat, dass er meinte, da weißt du ja selbst gar nicht mehr, was du eigentlich da von dir gibst. Und dann ist das ja so eine Phrase, die irgendwie oft bemüht wird, wo so ein Spieler, glaube ich, in der Situation vielleicht selbst gar nicht so richtig weiß, was er damit eigentlich sagen will. Und dann halt, wenn er sich das in dem Moment vielleicht auch sportlich noch nicht ganz erklären kann, was da gerade passiert ist, dann selbst so eine Phrase bemüht. Von daher würde ich jetzt gar nicht so zu hoch hängen, dass er das so gesagt hat, weil danach halt überall diese Stimmen
Themen kamen, ja, wenn das ein Spieler sagt, das ist bedenklich und das spricht Bände, sehe ich jetzt gar nicht so dramatisch. Mhm. Aber mich interessiert mehr, was ist der Plan in so einer Situation? Ja? Und das wird nicht die letzte Mannschaft sein, die so gegen uns spielt. Also da kann ich euch Brief und Siegel drauf geben. Ich glaube, dass das Geduld-Ding bezog sich tatsächlich darauf, und das war mein Eindruck, in der ersten Halbzeit haben wir ungewöhnlich häufig aus schlechten Abschlusspositionen abgeschlossen. Mhm. Also vielleicht meinte Favre das, weil das fand ich, war auffällig untypisch. Favre ist ja dafür bekannt, dass die Spieler den Ball eher ins Tor tragen, als irgendwie aus der zweiten Reihe zu schießen, weil ne, die Wahrscheinlichkeit, aus der zweiten Reihe ein Tor zu schießen, einfach deutlich geringer ist. Und das fand ich auffällig, dass oft so Sachen waren, wo ich gedacht habe, warum jetzt? Ich weiß nicht, irgendwann so ein Diagonalball auf Brand nimmt ihn Volley und haut ihn ins Fangnetz. Und dann denke ich mir so, ey, hättest du den angenommen und flach, also hättest du kontrolliert, ne? Vielleicht meinte Favre sowas. Weil das fiel mir auch auf. Ich fand die erste Halbzeit ja jetzt auch nicht so ganz scheiße, weil ich halt das Gefühl hatte, okay, es sind so Halbchancen da und keine Ahnung, Sancho war es, glaube ich, der den Ball irgendwann querlegt und drei Leute rutschen dran vorbei, hätte er ihn zurück auf Reus gelegt. Ne, ja. Das waren einfach so Situationen, wo sie einfach nicht so auf 100% waren. Wo ich gedacht habe, schade, hätte er das ein bisschen besser gemacht, wäre das besser geworden. Und das Tor stach dann heraus, wo ich gemerkt habe, okay, da waren sie einmal wirklich präzise, zielstrebig, fertig. Und alles andere war so ein bisschen, einmal so ein langer Ball auf Reus, der den nicht pflückt und schießt, sondern auch Volley nimmt und sowas. Ich glaube, das meinte Favre vielleicht mit Geduld, weil dann hätten wir in der ersten Halbzeit auch zwei, drei Tore schießen können. Die Halbchancen waren da. Und zu diesem Plan, da bin ich tatsächlich bei dir, dass ich denke, ich verstehe den Plan nicht, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, du kannst geduldig sein und das tut einer Mannschaft wie uns, die ja häufig gegen pressende Mannschaften spielt, wahrscheinlich auch ganz gut, weil wir einfach die Qualität haben sollten, das zu überspielen, aber dann darfst du dir keine dummen Gegentore fangen. Ja, dieses geduldige Spielen funktioniert nur, wenn du die Null halten kannst. Und das können wir aktuell nicht. Ich weiß nicht warum. Also das eine sind augenscheinlich Ecken. Das andere ist auch, dass das Akanji nicht in Form ist. Und dass auch Piszczek, der noch nicht der Oktober-Piszczek ist, weil wir ja auch erst September haben jetzt. dass auch Nico Schulz zum Beispiel ja jetzt dann in Köln nicht so gut gespielt hat, dass er jetzt gar nicht spielen durfte. Und sowas halt. Also wir sind nicht stabil genug, die Null zu halten. Und dann finde ich diese geduldige Spielweise nicht angemessen. Und das müsste man dann vielleicht auch einfach erkennen und ändern und sagen, okay, wenn wir es nicht hinkriegen, die Null zu halten, und zwar jetzt drei Spiele in Folge gegen drei Mannschaften aus dem vermutlich unteren Tabellendrittel. Wir sind jedes Mal in Rückstand geraten. Dann sollten wir vielleicht einfach mal anders auftreten. Und dann sollten wir vielleicht in der ersten Viertelstunde versuchen, zwei Tore zu schießen. Weil die Qualität dafür sollten wir haben. Und dass wir uns immer übertölpeln lassen, statt mit der Offensivreihe, die wir zur Verfügung hatten. Ja, also wer hat denn da in Berlin gespielt? Das war ein Reus, der leider komplett abgetaucht ist. Alcázar, der eigentlich in super Form ist, schon wieder getroffen hat. Sancho, dann war da Brandt. Und wer hat links gespielt? War Brandt, genau. Ja, Delaney hat ja noch auf der 6 gespielt, bevor er verletzt raus ist. Genau. Ja, das sind ja Spieler, mit denen kannst du auch mal eine Viertelstunde lang Vollgas geben und versuchen, direkt zwei Tore zu schießen. Ohne dieses, ja gut, wir spielen jetzt erstmal 75 Minuten, dann wechseln wir zweimal aus und vielleicht reicht's ja dann, wenn wir nicht schon durch zwei Ecken drei Gegentore kassiert haben. Das verstehe ich halt nicht. Weil wir sind augenscheinlich nicht gut genug dafür, so zu spielen aktuell, defensiv. Dann sollten wir es vielleicht ändern und dann einfach mal volle Kapelle Gas geben. Und deshalb bin ich da wieder so genervt und deshalb bin ich so schlecht drauf. Das ist ja quasi eine Forderung aus der Rückrunde schon, dass ich das Gefühl habe, ey, wir haben nichts zu verlieren, gebt einfach alles. Und das ist dann wieder der Punkt, wo sich dieses Einstellungsrad schließt, wo ich sage, gefühlt ist diese geduldige Spielweise halt einfach nicht, die wollen es, sondern, ja, mal gucken, vielleicht reicht's ja, wenn wir am Ende dann noch 10 Minuten richtig guten Fußball spielen, vielleicht liegen wir dann schon 3-1 hinten, dann ist halt auch nicht so schlimm. Das ist halt das, was mich kirre macht. Geht doch einfach vom Anpfiff an auf den Platz und zeigt allen, wo der fucking Frosch die Locken hat. Haut doch mal bitte die ersten 10 Minuten alles raus, was ihr könnt. Und wenn ihr dann 2-0 führt, vielleicht läuft es dann so wie gegen Bremen oder Hoffenheim, dann fangen wir uns die drei Gegentore in der letzten Viertelstunde. Aber vielleicht können wir auch dann einfach geduldig zu Ende spielen und die Lücken nutzen, die sich dann auftun, weil der Gegner dann kommen muss
und sich nicht noch weiter hinten reinstellen kann, damit wir noch weniger Chancen haben und uns noch schwerer tun, gegen diese Mauer anzurennen. Ich verstehe es nicht. Das ist für mich einfach der falsche Matchplan, vor allem gegen kleine Mannschaften. Die kannst du doch einfach mal überrollen. Häufig ist das dann ja, also das, was du jetzt ansprichst, dieses Geduld und ja, das ist dann häufig so eine Kritik, die dann auch an Lucien Favre dann ja auch geäußert wird. Und die jetzt auch schon wieder sehr, sehr laut wurde nach dem Spiel bei Union Berlin. Georg hat das eingangs gesagt. Und auch wir haben dazu unter anderem eine Frage gekriegt. Das sind wieder eine ganze Menge. Gucken, auf wie viele wir da eingehen können. Aber Steve hat zum Beispiel auf Twitter geschrieben, wann darf man die Trainerfrage stellen? Schwachstellen der Saison haben sich offensichtlich nicht geändert. In Klammern Standards und Leistungen gegen kleine Vereine zum Beispiel. Und ich würde da mal vorweggehen und mal sagen, dass ich es absolut legitim finde, manche Sachen zu kritisieren. Das haben wir ja jetzt auch getan. Zum Beispiel eben die Standards und die Leistungen gegen die kleinen Vereine, die Steve da jetzt gerade schon angesprochen hat. Ich finde es nur unerträglich, dass wir den 3. September haben und 3 Bundesligaspiele gespielt sind und es ernsthaft Leute gibt, die Lucien Favre in Frage stellen, beziehungsweise noch nicht mal nur in Frage stellen, sondern auch direkt sagen, vielleicht sollten wir den Trainer wechseln nach 3 Spielen oder sowas, ne? Und das finde ich einfach unerträglich. Einmal, weil es das, was ich am Anfang der Ausgabe mal gesagt habe, dieses, es gibt nur, alles ist geil oder alles ist scheiße. Und wenn alles scheiße ist, müssen wir was tun und deswegen wechseln wir den Trainer. Und weil es dieses, ja, Denken so ein bisschen halt verkörpert. Und andererseits halt auch einfach, weil ich mich immer frage, ja, und dann? Weil ja. Ich habe noch nicht einen gehört, der gesagt hat, ja, Favre ist vielleicht nicht gut aktuell für den BVB. Nehmen wir doch den da. Jürgen Gott. Was, Jürgen Klopp, natürlich, genau. Der hat ja auch gerade Zeit und Lust und nichts zu tun in Liverpool. Und also, was ich sagen will, ist, Lucien Favre hat genug Gründe, warum er, oder es gibt genug Gründe, warum man ihn aktuell kritisieren kann. Das tue ich auch. Ich halte Lucien Favre auch noch nicht mal für die Idealbesetzung beim BVB. Ne? Es gibt bestimmt Trainer, die besser zum BVB passen. Und auch da habe ich jetzt wenige im Kopf. Und die ich im Kopf habe, sind aktuell noch nicht mal verfügbar. Und damit meine ich halt, was soll denn dann als nächstes passieren? Und erstens, 3. Spieltag. Chillt. Atmet mal durch. Und das, wenn wir jetzt den Trainer wechseln, das wäre ja sowas von Gelsenkirchen, da kommen noch nicht mal die auf die Idee, das jetzt schon zu machen. Und dann frage ich mich immer, wer soll das denn dann machen? Lothar Matthäus hat Zeit und weiß ich nicht, oder dann holen wir den Trainer von der 2. und alles, also selbst wenn wir diese Diskussion in 10 Spieltagen führen, finde ich sie immer noch schwierig, weil ich immer noch nicht weiß, wer das dann anstelle von Favre machen soll. Ich halte Favre für einen sehr, sehr kompetenten Trainer. Ich halte Favre für einen Trainer, der aufgrund seiner Art und Weise nicht optimal zum BVB passt. Kompetent genug ist er. Aufgrund seiner manchmal so schrulligen Art und so weiter ist er vielleicht nicht so derjenige, der jetzt am besten zu Borussia Dortmund passt. Aber ich bin gewillt, das auszuhalten und zu akzeptieren, weil ich auch einfach nicht weiß, wer das sonst machen soll. Und das kommt mir auch immer noch zu kurz. Da wird immer geschrieben, ja hier, der Favre, der muss raus. Der hat ja gar keine Ahnung und mit dem wird das eh nichts. So werden die kein Meister. Aber dann möchte ich diese Leute immer am liebsten fragen, ja, aber wer denn dann? Und warum überhaupt? Und das ist der 3. September und so. Und ich komme da nicht so ganz mit. Und das ist mein kleiner Monolog, der mich seit dem ganzen Union-Spiel noch so ein bisschen umtreibt und wo ich auch schon in der Redaktion einige Diskussionen zugeführt habe. jetzt dürft ihr gerne was dazu sagen, was ihr dazu im Kopf habt. Mir fällt auch kein Trainer ein, der verfügbar wäre, den man jetzt, wo man sagen würde, ja, den kaufe ich jetzt. Ich würde dir aber tatsächlich insofern widersprechen, dass nicht Favres Art für mich das Problem ist. Ja, da regen sich vielleicht Journalisten auf, weil die Pressekonferenzen gehaltlos sind, aber meine Güte, was soll er auch erzählen? Ja, der sitzt da 50 Mal im Jahr und soll jedes Mal eine neue Story raushauen oder was? Ist halt nicht jeder ein Jürgen Klopp, der aus Scheiße Gold machen kann. Also auch verbal.
Von daher ist die Art nicht das Problem, sondern eher der Fußball, den er spielt. Ja, das meinte ich damit, ja. Der passt vielleicht nicht ganz so in diese BVB, in diese Arbeiterstadt, wo man einfach, oder ehemaliger Arbeiterstadt, also Arbeiter immer noch, aber Ruhrpott ist halt so ein bisschen, oder Kohleförderung ist in Dortmund ja schon etwas älter. Ich glaube, das könnte halt ein bisschen, ist ein bisschen zu sehr technokratisch vielleicht. Das ist auch dieses Problem. Die gleiche Diskussion haben wir, glaube ich, bei Tuchel auch schon geführt, dass wir gesagt haben, diese verkopfte, taktisch hochanspruchsvolle Art und Weise, Fußball zu spielen, ist nicht unbedingt das, was der Pöbel hier in Dortmund auf der Süd sehen will, sondern die wollen sehen, dass die elf Mann da unten plus Auswechselspieler die Lunge aus dem Leib rennen und wenn sie danach nicht mehr stehen können, weil sie kotzen müssen, weil sie so viel gerannt sind, dann geht man zufrieden nach Hause, egal wie das Ergebnis ist. So, und das ist halt so das zweischneidige Schwert an der Stelle, da muss man halt aufpassen, wenn man sagt, okay, wir spielen einen anderen Fußball, dann muss der wahrscheinlich auch erfolgreich sein, um hier in Dortmund entsprechend akzeptiert zu werden. Weil wenn er dann nicht erfolgreich ist, dann bietet man halt nicht mal die Grundtugenden und dann geht's halt, deshalb ist es vielleicht auch so extrem. Ne? Also 6 von 9 Punkten ist jetzt aber auch nicht erfolgreich. Ne? Also, wenn man den Anspruch hat, Deutscher Meister zu werden, sollte man bei Union Berlin in deren dritten Bundesliga spielen. Ja. Und zumindest auch nicht den Eindruck, also man kann ja auch, ich nehme als Beispiel gern das Derby aus der letzten Saison, wo ich sage, dieses Spiel kannst du verlieren, weil es einfach von vorne bis hinten abgefucktes Dingens war. Also da hat am Ende nicht die Mannschaft gewonnen, die besseren Fußball gespielt hat, sondern die nicht zwei rotwürdige Fouls getreten hat. Ne? Also so, das war so ein Spiel. So ein Spiel kannst du auch gegen Union Berlin verlieren. Aber es war ein Spiel, wo du einfach schlechter warst. Du warst einfach schlechter. Und das ist dann natürlich ein Anspruch, den du nicht hast, wenn du vor der Saison sagst, was wir ja überwiegend notiert haben, wir wollen Deutscher Meister werden. Dann tritt halt auch so auf und lass dich nicht von Union kaputt laufen. Und ich glaube, das ist halt die Gefahr bei Trainern wie Favre hier in Dortmund. Und deshalb kippt das vielleicht auch so stark und so schnell, ist halt die hier eigentlich ja elementaren Grundtugenden werden nicht gelebt, was okay ist, wenn das seine Art ist, Fußball zu spielen, aber dann muss es halt erfolgreich sein, weil sonst fehlt da die Akzeptanz. Ja. Ja, es ist halt auch etwas, was mich dann immer umtreibt, ist halt dieses, der BVB möchte ja auch gerne nun mal sich weiterentwickeln, da habe ich auch schon mal was drüber gesagt und habe dann ja auch gesagt, dieses Vollgas-Fußball, ob das vielleicht auch gar nicht, also das funktioniert bei den Fans und in der Stadt Dortmund und beim Verein Borussia Dortmund, klar. Aber funktioniert das auf Dauer über eine 50-Spiele-Saison, über die man vielleicht redet? Das hat, ja, klar, bei Klopp hat es funktioniert. Aber funktioniert das irgendwo, wo nicht Klopp an der Seitenlinie steht? Und der BVB möchte halt ja auch sich weiterentwickeln und einen gewissen, erwachseneren Fußball spielen. Das habe ich alles schon mal irgendwann in der Sommerpause, glaube ich, gesagt. Und so, ich stehe dann immer noch so ein bisschen dieser Lust nach diesem Vollgas und so auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch erfolgreich im Sinne von weiter in der Champions League kommen, regelmäßig in der Bundesliga um den Titel mitspielen und so. Ich weiß nicht, ob sich diese beiden Sachen nicht einfach langfristig zu stark widersprechen. Und das ist auch nur eine Hypothese. Wie gesagt, ich weiß es wirklich halt nicht. Aber ich kann es mir halt vorstellen, wenn es so um Sachen wie Kräfteverwaltung geht und Emotionen, die du dann ja auch immer irgendwie so, wie es Jürgen Klopp unnachahmlicherweise, jetzt habe ich schon 1000 Mal diesen Namen gesagt, obwohl wir das nicht mehr tun sollten, der da immer noch die Emotionen rausgekitzelt hat und so weiter, das muss man dann ja auch alles noch irgendwie können. Und das, deswegen, diesen Zwiespalt ist vielleicht auch einfach ein Zwiespalt, den man gar nicht so leicht überwinden kann. Im Off dauernd schreibst, wir sollen uns kurz halten, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich sehe das aber anders als du und wir werden das bei einer späteren Ausgabe nochmal vertiefen, glaube ich. Cool. Übrigens, um das abzuschließen, mein Lieblings-Klopp-Zitat, was vielleicht ein bisschen gemein ist, aber weil es für mich so wichtig ist, wenn man immer halt diese Klopp-Vergleiche, ohne das jetzt euch unterstellen zu wollen, aber das ist ja was unsere Verein, unsere
Fangemeinde ja wirklich sehr begleitet. Mein Lieblings-Klopp-Zitat ist einfach das, was er am Ende meinte, der Vergleich schmälert die großartige Erinnerung und erschwert eine positive Zukunft. Ich glaube, das ist wirklich eines der schlauesten Sachen, die jemals jemand im Rahmen dieser Klopp-Zeit irgendwie gesagt hat. Je ein Mensch gesagt. Und das ist, ja, je ein, vergesst alle Philosophen aus dem antiken Griechenland, ja. Also so treffend halt einfach, ja. Ich finde, das sollten sich tatsächlich manche wirklich mal zu Herzen nehmen, weil man wirklich über keinen BVB-Trainer seit Klopp reden kann, ohne über Klopp zu reden. Und das ist halt auch so nervig irgendwie, weil ich brauche auch gar keinen zweiten Klopp da. Und der Fabio ist auch völlig okay von seiner Art her. Aber wir wollten es jetzt wirklich nicht weiter ausufern. Das sollte eher so als Abschluss dienen. Ich bin gespannt, wann wir in diesem Podcast, ob und wenn ja, wann wir in diesem Podcast mal irgendwie das geschafft haben, dass wir das nicht mehr thematisieren. Ich würde behaupten, das passiert dann, wenn ein Trainer kommt, der einen Spielstil spielen lässt, der hier so akzeptiert ist, wie der von Jürgen Klopp es war. Und damit erfolgreich ist. Jürgen Klopp. Also wann hat Florian Kohfeldt Zeit? Das ist eigentlich ja die größte Frage, die man sich stellt. Naja. Jens, du wolltest noch ein paar Fragen rausnehmen, dann such dir doch mal eine aus als erstes. Oh Gott, ja, warte. Ich wollte eigentlich ein anderes Thema jetzt ansprechen, deshalb überfährst du mich mit den Fragen ein bisschen. Beim Spiel bei Union gab es nämlich noch einen relativ hässlichen Pfefferspray-Einsatz. Und ich muss gestehen, ich kann jetzt auch nur das, was mir zugetragen wurde, wiedergeben, denn ich war nicht da. Und zwar ist es so vorgefallen, augenscheinlich, dass für die Choreografie und die Union-Fans vor dem Spiel und zum Einlaufen der Mannschaften gezeigt haben, Ultras von Union auf dem Dach der Gegentribüne oder der Hintertribüne gegenüber von der Heimtribüne sein mussten, und zwar auf dem Dach über dem Gästeblock. Und augenscheinlich gab es dann wohl nur einen Abgang, also nur eine Treppe, die herunterführt vom Dach, allerdings hinterm Gästeblock. Sodass es dann, als die Jungs dann während des Spiels runtergehen sollten und dieser Zugang, glaube ich, auch blockiert wurde von der Polizei, damit die runtergehen können, zu ein bisschen, ich weiß gar nicht, was im BVB-Block tatsächlich passiert ist. Also berichtet, die Polizei spricht halt davon, dass die BVB-Fans das unterbinden wollten. Allerdings habe ich jetzt in den letzten 15 Jahren als Stadionbesucher gemerkt, dass Polizeiberichte nicht immer eine valide Quelle sind und sicherlich auch nur eine Seite der Medaille darstellen, weil auch die Polizei natürlich Konfliktpartei ist an der Stelle und nicht neutrale Instanz, sodass ich das jetzt einfach nur mal so wiedergebe, ohne sagen zu können, das war so, denn von anwesenden BVB-Fans hörte ich, dass es eher nicht so war. Es kam nämlich augenscheinlich auch währenddessen dazu, dass Union-Fans von der anderen Seite versuchten, sich Zugang irgendwie zum Gästesektor zu verschaffen. Entweder um die Auseinandersetzung zu suchen oder um die Auseinandersetzung zu verhindern, ich weiß es nicht. Und lange Rede, kurzer Sinn, die Polizei hat sich dann Zutritt zum Gästebereich verschafft und wie das mit einem Kampfmittel, das man nicht gezielt verwenden kann, wie Pfefferspray nun mal so ist, sehr viele unbeteiligte Personen getroffen, die nicht mal annähernd der Ultraszene angehören. Und ja, da möchte ich dann jetzt noch auch noch einmal etwas lauter werden im Zweifel oder zumindest etwas leidenschaftlicher und Scherben zitieren, unser geschätztes Redaktionsmitglied, der twitterte nach dem Spiel, einmal über Pfefferspray so diskutieren wie über Pyrotechnik. Ja. Und das ist es, weil Pfefferspray, meine Fresse, wie dumm kann man denn sein als Polizist und als Einsatzleiter irgendwem, der in eine Menschenmenge geht, die natürlich, Menschenmengen sind in sich unkontrollierbar. Und natürlich sind da im Zweifel auch Leute drin, ich will überhaupt nicht sagen, da sind nur Unschuldslämmer drin. Da sind auch viele drin, die sich nicht benehmen können und in so einer Situation nicht benehmen wollen. Die vollkommen irrationale Gedanken haben wie, oh mein Gott, wenn jetzt jemand eine Hand an dieses Stück Stoff legt, muss ich den umbringen. Kann ich nicht nachvollziehen, aber solche Leute gibt's. Und das muss man doch als Einsatzleiter für ein Fußballspiel einfach wissen. Da muss man doch wissen, wenn ich jetzt das tue, passiert das. Wenn ich jetzt so da reingehe, eskaliert das. Und wenn ich jetzt in einen Block, also ein wie auch immer abgezäunten Bereich, wo mehrere hundert bis mehrere tausend Leute stehen, hineinmarschiere mit behelmten, bewaffneten Beamten
und dann großflächig in die Menge Pfefferspray sprühe, das ist doch für mich doch fast schon gefährliche Körperverletzung. Weil du kannst Pfefferspray nicht, hey, ich treffe jetzt dich, weil du gehst mir auf den Senkel, sondern du haust es in die Menge und du verletzt unnötigerweise Unbeteiligte. Ja, es ist nicht so bei Pfefferspray, dass du sagst, alle in einen Sack und wenn ich draufhaue, treffe ich schon den richtigen. Nein, du triffst falsche. Immer. Immer. Pfefferspray ist scheiße. In jeder Situation. Es funktioniert nicht. Es ist für einen Einsatz in so einer Menschenmenge einfach ungeeignet. Punkt. Dass das nicht in die Köpfe reingeht. Dass die Polizei sollte meines Erachtens nach einfach als Aufgabe haben, die Anzahl der Verletzten möglichst gering zu halten. Ja, und zwar dafür zu sorgen, okay, wir versuchen zu deeskalieren und wir sorgen dafür, dass niemand verletzt wird. Und wenn man dafür Gewalt braucht oder zumindest schützende Gewalt quasi, um Aggressoren abzuwehren, okay, aber dann baller doch nicht Pfefferspray in den Gästeblock mit 2000 Leuten, wo du nicht, du kannst nicht kontrollieren, wen du triffst. Das funktioniert nicht, das hat noch nie funktioniert. Ja, wenn du dir sämtliche Verletzten-Statistiken in der Bundesliga in den letzten Jahren anguckst, sind die meisten Verletzte nicht, weil sich irgendjemand auf die Mappe gegeben hat, sondern weil die Polizisten Pfefferspray eingesetzt haben. Und das widerspricht fundamental dem Verständnis, was ich davon habe, was die Polizei tun soll. Sie soll für Sicherheit sorgen und nicht selbstständig Leute verletzen. Was eine grandiose Scheiße das einfach ist. Und das jetzt losgelöst davon, weil ich nicht da war, ohne beurteilen zu wollen, ob es jetzt in Anführungsstrichen verdient war, weil das ist nicht verdient. Du triffst nicht die Richtigen. Natürlich finde ich scheiße, wenn sich da Leute grundlos auf die Mappe hauen wollen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich verstehe nicht, wie man ein Stück Stoff oder was auch immer so hoch bewerten kann, dass man sich deshalb verprügeln will. Geht nicht in meinen Kopf. Aber von der Polizei erwarte ich mehr. Ich würde dir bei sehr, sehr vielem zustimmen, was du zum Pfefferspray gesagt hast. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr viel oder gar nichts mehr zu ausführen. Was bei diesem ganzen Polizeieinsatz so oder dem Vorspiel dazu kommt, finde ich halt, dass ich auch echt dieses ganze Setup auch echt komisch finde. Also da gibt's eine Choreografie, das ist ja gut. Und meinetwegen können für die Choreografie da auch Union-Fans auf dem Dach da rumspringen oder sowas. Das meinetwegen können sie alles machen, finde ich okay. Kann man so machen. Aber dass man dann nur einen Weg darunter hat von dem Dach und der dann auch noch durch den Gästeblock lang führt, das finde ich dann doch aber sehr absurd und sehr seltsam eigentlich, weil da doch auch keiner nachgedacht. Da ist doch auch klar, dass das mal zumindest zu Problemen führen kann. Weil man muss sich das ja eigentlich nur mal vorstellen, dass man, wenn man im Gästeblock steht, dann auf einmal Union-Fans über, hinter, neben irgendwo sich hat oder so. Und das führt nun mal in einem Fußballblock. Auch das kann man sicherlich hinterfragen, ob das so sein muss. Aber auch das führt nun mal zu Kuddelmuddel. Und zu, da kann man schon mal auf Gedanken kommen. Ne? Dann denkt man vielleicht schon mal, was wollen die jetzt hier? Wollen die uns jetzt auf die Fresse geben? Wollen die jetzt diesen Block stürmen? Zum Beispiel. Kann man denken. Und dann kann man dazu kommen, dass man sich dann verteidigen muss. Ob man das so denken muss, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dafür bin ich da auch nicht zu sehr drin. Aber das ist, ich würde zumindest auch komisch gucken, wenn ich im Gästeblock stehe und auf einmal 10 Union-Fans hinter, auf oder über mir zu sehen sind oder so. Da würde ich auch denken, was ist denn jetzt hier los? Und würde vielleicht auch mich mal ein bisschen vorsichtiger umsehen. Und dass das dann eben in einer größeren Menschenmasse auch mehr Menschen verwundert, kann ich dann auch irgendwo nachvollziehen. Und da sind noch gar nicht die von dir angesprochenen Sachen wie Stofffarben und sowas alles mit angesprochen, die ja da nochmal einen ganz anderen Wert haben. Und dass dann zumindest, also dass dann irgendjemand anscheinend auf die Idee gekommen ist zu sagen, ja gut, die stellen sich dann halt aufs Dach und wenn sie fertig sind, gehen sie dann da halt runter. Und in diesem Gespräch oder so hat dann keiner gesagt, hier, Entschuldigung, aber müssen sie da nicht durch den Gästeblock? Oder es hat jemand gesagt und dann wurde geantwortet, ja, ja, aber können sie ja. Oder irgendwie sowas. Das finde ich halt komisch, dieses ganze Setup. Also das ist ja auch schon, das ist nicht komplett riesen, komplett dämlich, so wie es damals war, als der BVB gegen Hertha gespielt hat und man sich da gedacht hat, wir schicken mal die Polizei in diesen Block rein. Das ist nochmal ein anderes Niveau von Dämlichkeit. Aber hier diese Organisation finde ich auch zumindest mal komisch. Und dann überrascht es mich, in Anführungszeichen, ein bisschen weniger, dass da auch ein bisschen was bei rauskommt.
was zumindest mal für Tumult sorgt. Dass die Polizei dann da mit Pfefferspray reingeht, ist eine ganz andere Geschichte. Das hast du schon gesagt eben und hast du schon ausgeführt. Ich finde nur diesen Weg dorthin auch schon erstmal ein bisschen komisch. Also zwei Sachen, wo ich denke, da irgendwie ist da was falsch gelaufen. Was ich da auch selber, also ich war selber auch nicht da, deswegen will ich mich da auch zurückhalten, aber was mir halt extrem aufgefallen ist, zum Polizeieinsatz, glaube ich, braucht man gar nichts mehr hinzuzufügen und auch diesen Einsatz von Pfefferspray grundsätzlich, das ist halt, ja, das ist einfach ein absoluter Irrsinn und zeigt sich ja auch spätestens daran, wenn man sieht, wie oft Polizisten selbst verletzt werden dadurch, dass sie selbst Pfefferspray einsetzen. Also wenn man da nicht mal langsam auf den Trichter kommt, dass das vielleicht nicht so wahnsinnig klug ist, dann vielleicht muss der Einsatzleiter auch mal eine Ladung irgendwie abkriegen, um das vielleicht am eigenen Leib zu spüren. Es ist nicht so angenehm. Vielleicht muss Johannes B. Kerner mal so eine Puppe ansprayen. Ja, stimmt, tatsächlich. Weil du dieses Setting ansprichst, es war interessant, dass Leute, denen ich geschrieben habe, kurz nachdem das quasi passiert ist und die mir auch kurz danach aus dem Stadion geantwortet haben, wo ich mich erkundigt habe, was ist denn eigentlich los bei euch? Ich sag mal, unabhängig davon, aus welcher Fanrichtung die Personen gekommen sind, da waren welche dabei, die dem Ultraspektrum zuzuordnen sind und welche, die gar nicht diesem Spektrum zuzuordnen sind. Was man aber unisono von diesen Leuten gehört hat, war, Union wollte den Gästeblock angreifen, vom Dach und von der Seite. Und ob das jetzt dann wirklich das so war und ob wirklich diese Situation, dass sie auf dem Dach sind, dazu genutzt wurde, da zu provozieren oder vielleicht auch, was weiß ich, ein Ablenkungsmanöver zu starten, damit jemand an die Fahnen rankommt oder was auch immer. Das sei mal dahingestellt. Aber offensichtlich war das ja, wie du sagst, dieses Setting so beschissen, dass offensichtlich viele Leute davon ausgingen, hier will uns jemand irgendwas antun. Und das hätte man ja einfach damit regeln können, dass man vielleicht im Vorfeld über sowas spricht, dass man sagt, hier, wir haben hier eine große Choreo geplant, da werden die Choreo-Helfer irgendwie in aller Stille, vielleicht auch begleitet durch ein paar Polizisten, diese Leiter da hinabsteigen und dann sich aus dem Staub machen, ihr wisst Bescheid, es soll da keinen Ärger geben, da will euch keiner was und dann hätte man vielleicht damit auch irgendwie leben können. Weil an und für sich, wie du auch schon sagst, dass da Leute auf diesem Dach sind und diese Choreo da durchführen, das finde ich erstmal an sich gut, dass man sagt, okay, wir geben Fans da Privilegien, um halt eben solche Sachen wie eine Choreo irgendwie vernünftig zu machen. Das ist ja in Dortmund auch nicht anderswo, natürlich dann vor der Süd, aber auch Leute eben auf dem Dach rumtouren, wenn dann halt Sachen hochgezogen werden unter das Dach. Aber dass man nicht dran denkt, das in irgendeiner Weise zu kommunizieren und irgendwie abzusprechen mit den Fanbeauftragten, da gibt es ja so viele Möglichkeiten und das dann, also wenn man so ein bisschen rumhört, auch gerade von Union-Seite, wo dann gesagt wird, ja, wie kann das denn sein, dass man da nicht mal irgendwie durch den Gästeblock spazieren kann, ohne dass es da Ärger gibt, klar, kann man so finden, dass man sagt, warum muss es da überhaupt Ärger geben? Aber wenn es, also das ist halt nun mal so, ich meine, sonst könnten wir uns Fantrennung und Gästeblöcke generell sparen und sagen, jeder soll einfach hingehen, wo er will. Das hinterfragt ja auch keiner, dass man generell auf Fantrennung in irgendeiner Art und Weise, wie streng die auch immer durchgezogen wird, dass man darauf setzt. Und dann sich zu wundern, dass das halt zumindest für Irritationen sorgt, die beim einen dann vielleicht dazu führt, dass er sagt, oh, ich gehe jetzt hier mal drei Schritte weg, weil ich weiß nicht, was diese Union-Leute plötzlich hier wollen. Und dass es bei dem anderen vielleicht dafür sorgt, dass er sagt, hier, die wollen gerade irgendwie unsere Zaunfahne klauen, was ja auch so in den Stadien in letzter Zeit gar nicht so selten vorkam, dass dann halt irgendwelche Leute als Ordner verkleidet, oder weiß der Geier was, da irgendwelche Fahnen auf vom Zaun gerissen haben. Das ist halt, das kann man doof finden, aber das finde ich, muss man dann doch irgendwie so hinnehmen erstmal und sich fragen, kann man das nicht irgendwie schlauer lösen als Verein? Von daher, wie gesagt, zu Polizeieinsatz oder zu Polizei, dem Verhalten muss man nicht viel hinzufügen, da stimme ich völlig zu, aber die Rolle, die da, also die Planung im Vorfeld, die finde ich tatsächlich mindestens genauso bescheuert. Ja, mal wieder von allen Seiten richtig gut gelaufen. Wo du gerade sagst, die Leute wollten dann vielleicht auch raus, weil sie denken, da werden sie angegriffen, hat die Polizei ja auch nicht ermöglicht. Der Gästeeingang wurde ja quasi blockiert, damit man die Union-Fans, die hinten rausgehen, ja den freies Geleit geben kann, sodass man dann, wenn man von der anderen Seite angegriffen wird oder Polizei in den Block stürmt, nicht mal ausweichen kann, wenn man sich dem Ganzen entziehen möchte. Also
Finde es übrigens gut, dass die Ausgabe den Titel Die Unbelehrbaren trägt. Also gleich jetzt zwei Hintergründe schon. Das ist doch top. Ja, wir sind also quasi der Dritte, weil wir reden jetzt, wir wollten, ich weiß nicht mal, ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, das einen auf den Punkt zu nennen. Ich ging auch nicht davon aus, aber da waren wir auch nicht belehrbar und haben es auch nicht dabei belassen. Ach, nachdem wir jetzt sowieso aber, nie belehrbar. Das ist korrekt. Quasi alle Themen, die wir auf dem Schirm hatten, von unserer Seite abgehandelt haben, lass uns doch einfach mal ganz schnell, wirklich Frage-Antwort-mäßig durch die Fragen gehen, die wir bekommen haben. Habt ihr gehört? Jens hat ganz schnell gesagt. Ja, ich stelle auch einfach die Frage und lasse euch antworten. Erste haben wir schon diskutiert. Ja, genau. Wann die darf Kursiven man die Frage stellen? Haben wir auch schon mal angesprochen. Deswegen habe ich die kursiv gemacht. Okay. Schon ein bisschen? Ja, Steve fragte, wann man die Trainerfrage stellen darf. Laut Fanny nicht am dritten Spieltag. Ich pflichte dem bei. Und vor allen Dingen mit dem Grund, dass man im Zweifel eine Alternative haben sollte. So. Und dann die Kursive sagst du nicht. Dann hat Marc L. gefragt. Balerdi, Raschel nach starker Vorbereitung ohne Rolle. Götze nach guter Rückrunde ebenso wenig. Guerrero als vielleicht bester Techniker im Nirgendwo. Hat man als BVB-Spieler noch die Chance, sich über Leistungen in die Mannschaft zu spielen? Ich denke schon. Also ich finde diese Beispiele jetzt, Entschuldigung, nicht sonderlich geeignet, um diese These in den Raum zu stellen, weil Balerdi und Raschel haben eine starke Vorbereitung gespielt, sind aber halt auch noch sehr, sehr junge Spieler, die man nicht direkt in eine Startelf mal so eben reinwerfen kann, denke ich, wenn man einen Hummels, Akanji und Witzel respektive Delaney oder sowas da auch noch im Kader hat. Meinetwegen auch der sehr gerne als Gegenbeispiel, ja. Götze haben wir drüber gesprochen. Der hat zwar eine gute Rückrunde gespielt, aber Paco Alcácer schießt alle aus dem Haus und schenkt dem Gegner 20 Hütten ein. Und deswegen kann er nicht einfach so rausgenommen werden. Und ansonsten im Mittelfeld hat man auch sehr viele Leute. Und über Guerrero und sein Potenzial und Nicht-Potenzial haben wir auch schon oft gesprochen. Zumal er ja auch verletzt war jetzt kurzfristig. Auch das, ja. Und deswegen glaube ich schon, dass man als BVB-Spieler die Chance hat, sich über die Leistung in die Mannschaft zu spielen, aber die genannten Beispiele jetzt halt auch dann einfach, die hätte ich auch nicht aufgestellt, sagen wir es mal so. Gut. Möchtest du noch was dazu sagen, Georg? Sonst würde ich die nächste Frage in Angriff nehmen. Ja, also wenn man vielleicht noch ganz kurz ergänzt, ich finde dieser Hakimi-Wechsel, also nicht im Spiel, sondern jetzt zum Union-Spiel hin, zeigt ja auch, dass das ja nicht in Stein gemeißelt sein muss, was da passiert. Von daher, dass man dann auch Schulz raus und Hakimi sogar auf links spielen lässt, wo er ja eben auf der rechten Seite irgendwie beheimatet ist, zeigt ja, dass da schon Dinge passieren, unabhängig jetzt von Verletzungen. Hakimi spielen zu lassen, fand ich übrigens vor dem Spiel eine echt gute Idee, weil ich dachte, das gibt uns eine andere Art von Linksverteidiger und hat leider nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Nee. René möchte wissen, warum gelingt es nicht, tiefstehende Gegner mit den eigenen Waffen zu schlagen? Hohe Bälle auf kopfballstarke Spieler, Standards, härtere Gangart. Da würde ich den Anfang machen. Ja, aber wir haben nicht drüber gesprochen. Ich habe das jetzt ignoriert, dass du es kursiv gemacht hast. Erstens, hohe Bälle auf wen? Wir haben keine kopfballstarken Spieler. Zumindest vorne drin nicht. Weil wir keinen zweiten Stürmer gekauft haben. Jetzt habt ihr das habt ihr davon. Zweitens, Standards trainieren wir augenscheinlich nicht, es sei denn, Paco Alcácer schießt Freistöße und das macht er ziemlich gut. Und drittens, härtere Gangart, da kommt gleich nochmal eine Frage zu, die du auch kursiv gemacht hast, wo wir nicht drüber gesprochen haben. Deshalb wir haben doch über härtere Gangarten geredet. Ja, aber nur beim Gegner, nicht bei uns selber. Und die Frage stelle ich mir tatsächlich. Und ich fand auch, gegen Union war es so, dass man gemerkt hat, als Delaney raus war, wurden wir nochmal einen Ticken schwächer, weil er so der Einzige war, wo ich das Gefühl hatte, er hält körperlich ein bisschen dagegen. Danach wurde es halt dann noch, in der Tat getan. Ja, buchstäblich. Danach wurde es für mein Empfinden noch etwas körperloser und wir haben uns hatten noch weniger entgegenzusetzen. Und die Frage stelle ich mir, René, so wie du dann an der Stelle auch. Man könnte ja eigentlich auch mal selber ein bisschen mehr Zähne zeigen oder Ellbogen. Also nicht buchstäblich, weil dann geht man vom Platz, sondern. Ja, bitte. Ja. Wobei ich sagen muss, ohne diese Kritik an der härteren Gangart irgendwie grundsätzlich irgendwie abzulehnen, das sehe ich schon ähnlich. Ich finde es irgendwie komisch oder nicht ganz treffend zumindest, dass man das irgendwie anhand dieser Statistik mit den zwei Fouls irgendwie ausmachen möchte, weil wenn du halt 75% der Zeit den Ball hast und die Situation, wo der Gegner den Ball hat, dann gleich so so Kontersituationen sind, wo dann irgendwie zwei Leute irgendwie aufs Tor zu rennen, das sind jetzt nicht unbedingt die Situationen, wo du
Fouls machen kannst, um da irgendwie ein Statement zu setzen, sage ich mal. Von daher, das an den Fouls irgendwie auszumachen, wie oft jetzt irgendwie gelesen in den letzten Tagen, finde ich nicht so passend. Aber klar, vielleicht ein bisschen robusteres Spiel, was uns dann vielleicht auch mit Delaney irgendwie abhanden gekommen ist, das kann schon sein. Gut, dann haben wir gut, die zweite, dass Delaney ausgewechselt wurde. Ja, das noch kurz, viel früher. Also nicht weil wir ihn doof fanden, sondern weil Kopfverletzungen raus. Und da fand ich auch einen Vorschlag bei Twitter ziemlich gut. Bei Kopfverletzungen sollte das nicht aufs Auswechselkontingent gehen, weil es halt einfach darum geht, du machst keine taktische Anpassung, sondern du musst jemanden vom Feld nehmen, um ihn selbst zu schützen. Hm. Ja. Fand ich als Idee, zumindest mal als Diskussionsansatz ganz gut. Wir werden demnächst Kopfverletzungen vorgetäuscht, damit das nicht aufs Dings geht. Also das ist der nächste Schritt. Also die Idee ist gar nicht schlecht, aber ist, glaube ich, nicht umsetzbar. Ja, okay, du hast recht. Gut, da kann man ja einen unabhängigen Arzt für, war dann in dem Zuge, also unabhängiger Arzt. Ja, das wäre generell eine ganz gute Idee. Genau, sagt A, kann noch oder kann nicht mehr, ne, gerade bei Kopfverletzungen, weil man halt auch den Spieler vor sich selbst schützen muss und auch der Mannschaftsarzt eigene, also die Interessen des Vereins vertritt und nicht die des Spielers im Zweifel. Und ja, deshalb wäre da vielleicht für Kopfverletzungen ein unabhängiger Arzt gut, der einfach sagt, nö, geht nicht mehr, ihr müsst den rausnehmen. Und wenn der das dann sagt, dann könnte man sagen, okay, dann ist es nicht Wechselkontingent. Ja, okay. Ja. Okay, die zwei Fouls-Frage, jetzt kannst du sie kursiv machen, Fanny, jetzt hat Georg sie angesprochen, komme ich doch zur nächsten. Nimmt man Matthias Sammers beratende Rolle nicht ernst oder hat er auch keine Lösung für seine Mentalitätskritik vom Augsburg-Spiel letzte Saison? Möchte David wissen. Die Frage macht sich ein bisschen einfach, ne? Also entweder Matthias Sammer hat nichts zu sagen oder der hat auch keine Idee. Das ist irgendwie, finde ich, ein bisschen einfach. Ich glaube, man nimmt Matthias Sammers beratende Rolle schon ziemlich ernst beim BVB. Und er wird auch vielleicht eine Idee haben, wie man das geändert kriegt. Aber ja, dann ist halt jetzt die Frage, woran es liegt. Die Spieler, die es nicht annehmen, die Typen, die es rüberbringen und es nicht rüberbringen können oder sowas. Ich sehe diese Ambivalenz zwischen, man nimmt Matthias Sammer nicht ernst und er hat auch keine Lösung, finde ich halt ein bisschen einfach gemacht. Also da wird man hoffentlich, also wenn man gar nicht auf diese Frage kommt beim Verein, dann ist auch irgendwas verkehrt. Aber es gibt halt viele Gründe, die wir ja auch nicht richtig herausfinden können und ja. Ja, zumal ich nicht weiß, ob überhaupt, also dass er das kritisiert, ich meine, das war Augsburg-Spiel, das war glaube ich Freitagsspiel, wo er dann halt kommentiert hat oder also ja den Experten gegeben hat bei Eurosport. Die eine Sache ist, wenn er das als Experte kritisiert und Teil seiner Analyse dann eben im Fernsehen auch ist, dass man eben über so Mentalitätsfragen spricht. Die andere Frage ist, ob das in seiner Rolle als Berater beim BVB wirklich die Aufgabe von Matthias Sammer ist, über so Mentalitätsfragen da zu befinden oder da Empfehlungen abzugeben. Ich glaube nicht, dass er dafür bezahlt wird. Ich glaube, dass da sein Input eher wirklich im Bereich Transfers, Taktik etc. liegt und nicht, dass er macht sich bestimmt über sowas Gedanken. Klar, ich meine, der lebt das ja auch irgendwie so und das ist ja auch so genauso Matthias Sammer Style irgendwie, aber ich glaube nicht, dass er jetzt da hingehen würde bei diesen Treffen, die haben und dann jetzt da die große Mentalitätskritikkeule irgendwie auspacken würde. Ich glaube nicht, dass das die Aufgabe von Matthias Sammer ist. Ich würde glatt behaupten, dass man das tatsächlich sogar auch ein Stück weit geglaubte mit Mats Hummels gelöst zu haben, der ja durchaus als Mentalitätsspieler gelten sollte, aber Sebastian fragt dazu, wie seht ihr Hummels nach den ersten Spielen im Hinblick auf seine Anführerrolle? Hat er überhaupt das notwendige Standing angesichts seiner Rückkehr vom FC Bayern? Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich finde, das passt noch dazu und vielleicht kannst du das noch mit einbinden in deine Ausführung. Ja, wir haben das auch letztes Mal schon besprochen, als wir darüber redeten, dass Hummels ja diese Binde bekam und ich glaube, er hat intern einfach das Standing, dass er als zweiter Stellvertreter für den Kapitänsposten akzeptiert wird. Punkt. Also ich glaube nicht, dass das da intern Probleme gibt. Es ist dann eher eine Fansache, die ich auch nachvollziehen kann, aber die, glaube ich, in der Mannschaft keine Rolle spielt. Da wird er das Standing haben. Man könnte da vielleicht ein bisschen diese Akanji-Frage ganz unten von Patrick Kissling irgendwie anknüpfen. Der fragt, haben wir die doch direkt auch mit. Genau, krass. Er sieht die Frage, ob man einen Zusammenhang sehen kann zwischen
der schwachen Leistung von Akanji und der Rückkehr von Hummels da für Patrick irgendwie der Akanji degradiert wirkt. Und da gab es ja tatsächlich Berichte, was jetzt Akanjis, ja, war es jetzt ein Austritt aus dem Mannschaftsrat oder war es einfach nur der Verkleinerung geschuldet? Ich habe das jetzt selbst nicht mehr ganz parat. Die Verkleinerung war es offiziell zumindest, ja. Ja. Ich habe die Berichte vor allem nicht mehr, vor Augen. War das die Zeitung mit vier Buchstaben? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich hab's, wahrscheinlich wurde das irgendwo zitiert. Ich kann es nicht ausschließen, dass der Ursprung dann doch die böse Zeitung mit den vier Buchstaben ist. Muss ich gerade mal schauen. Aber ihr könnt ja schon mal ein bisschen reden. Ja, degradiert. Ich fand halt, letztes Jahr gab's, war er, wenn es einen Anführer in der Abwehr gab, dann war er das. Ja, aber ich hatte das eher so als relativ flache Hierarchie, war so mein Eindruck in der Mannschaft. Und vielleicht, ja, hat das besser funktioniert mit einer flacheren Hierarchie, aber dadurch, dass dann auch Diallo weg ist, ergibt sich ja auch so schon etwas krasseres hierarchisches Gebilde, sodass, ja, degradiert. Ich finde das Wort ein bisschen hart, aber natürlich ist Mats Hummels jetzt wahrscheinlich Abwehrchef. So, und ob das, ich weiß nicht, ob das ich finde halt schwierig, auf Akanji nimmt. Daraus dann zu machen, dass man deswegen schwächer Fußball spielt. Ja, also eben, ja. Das finde ich halt, also auch Akanji hatte in der letzten Saison ein paar Spiele, wo er nicht gut ausgesehen hat, zum Beispiel gegen Bremen. Und wo er halt auch einfach schwächere Leistungen gezeigt hat. Und jetzt müsste ich auch selber erstmal überlegen, ob Akanji jetzt die ganze Saison jetzt schon schlecht spielt. Also ja, am letzten Sonntag war Samstag war er nicht gut, aber wer war das schon? Gegen Köln ist er mir jetzt, glaube ich, nicht besonders negativ aufgefallen. Und gegen Augsburg fand ich alle dann wieder ganz in Ordnung. Ich kann jetzt noch nicht mal sagen, ob Akanji wirklich jetzt eine schlechte Saison derzeit spielt. Gegen Union sah er nicht gut aus in einigen Szenen, das stimmt wohl. Aber das dann daraus herzuholen, dass jetzt Hummels neben ihm steht und der mehr zu sagen hat als er, finde ich schwierig. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen so. War übrigens tatsächlich Sportbild als Quelle, von daher vielleicht auch der Worte zu viel. Ja, dann ignorieren wir das. Die liebe J fragt, wie enttäuscht darf man von Azards Leistung sein? Wirkte auf mich wie ein Fremdkörper in der Mannschaft. Jens, mach du doch mal. Ja, Enttäuschung ist vielleicht ein bisschen früh. Ne? Also ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass das noch nicht so rund ist, wie es sein könnte. Andererseits hat er, glaube ich, gegen, wo war das denn, wo ich ihn so gut fand? In Düsseldorf war es nicht, da wurde er generell gelobt und da fand ich ihn persönlich nicht so gut beim KFC, aber ja, ich glaube, dafür ist es ein bisschen zu früh und ich glaube, da muss man ihnen auch Zeit geben, weil Hazard dann auch relativ spät in die Vorbereitung eingestiegen ist. Ich glaube, das wird schon noch und er wird sich auch ein bisschen akklimatisieren müssen, weil es ja immerhin jetzt Großstadt und nicht mehr Bauernhof und muss sich ja auch an seine Gegenspieler, Mitspieler gewöhnen. Und an eine Mannschaft, die anders auftritt, die viel dominanter ist. Und dafür fand ich es eigentlich ganz gut. Er wird seine Tore und Vorlagen noch liefern. Hoffe ich. Der Kalle, schöne Grüße, fragt, sind wir abhängiger von Witzel, als wir dachten? Finde ich zu einfach gemacht nach einem schlechten Spiel der gesamten Mannschaft. Kann ich jetzt noch nicht so bestätigen. War allerdings auch nicht die einzige Frage in die Richtung, oder irre ich mich? Ja, nee, es gab noch mal was. Der Referendar fragte auch, lag es am Witzel-Ausfall? Und was denkt ihr über die Auswechslung? Dann reden wir kurz über Witzel und dann über die Auswechslung. Ich finde, das ist auch zu kurz gedacht, weil ich Witzel jetzt tatsächlich auch eher als nicht so körperlichen Spieler sehe und ich fand ihn in den letzten Wochen auch noch nicht auf dem Level, auf dem er in der letzten Hinrunde war. Vor allem in Köln fand ich ihn nicht gut. Also da haben sowohl Witzel als auch Weigel beide kein Tempo gehabt und beide auch waren nicht pressingresistent. Was man bei Witzel, ich weiß noch, wie wir letzten Herbst hier saßen und ich nicht begreifen konnte, wie Axel Witzel es jedes Mal schafft, irgendwie den Ball zu halten, egal wie er angegangen wird. Und das haben weder Weigel noch Witzel aktuell drauf. Deshalb weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass es an Witzel lag. Was natürlich anders war dieses Spiel, war halt die Staffelung defensiv. Aber da fand ich, wie gesagt, es eigentlich sogar noch besser mit Delaney als dann danach ohne ihn. Und ich
weiß nicht, ob es mit Witzel und Weigl noch besser geworden wäre. Was mir dazu aber noch einfällt, was jetzt nicht ganz Witzel ist, ich fand Jule Weigl auch nach dem sehr, sehr guten Spiel gegen den FCA, wo ich hier noch gedacht habe, oh, der steigt aus wie Phoenix, auf wie Phoenix aus der Asche, indem er seinen Spielstil komplett umdreht. Fand ihn sowohl gegen Köln als auch jetzt gegen Union wieder ziemlich schwach. Weil er halt gegen Köln war, hat er gespielt wie davor und das passte halt nicht mit Witzel zusammen und gegen Union war er einfach nicht gut. Er hat zwar seine ursprüngliche alte Rolle wieder gespielt, aber nicht gut. Und deshalb glaube ich, dass es nicht an Witzel lag, sondern eher an seinen Vertretern in dem Fall. Dann wurde noch nach den Auswechslungen gefragt. Ja, das konnte ihr nochmal kurz rausgesucht. Dahoud fuhr Delaney in der Halbzeit. Delaney konnte nicht weiterspielen. Man hatte sonst nicht mehr, also wenn man positionsgetreu wechseln konnte, war das eben Mahmoud Dahoud. Und konnte ich so nachvollziehen. Dann kam Guerrero in der 76. für Weigl und Brun Larsen in der 85. für Brandt. Die Wechsel an sich kann ich auch noch nachvollziehen. Man muss sich aber sicher, oder man könnte hier sicherlich hinterfragen, ob das nicht zu spät war. Vor allen Dingen Brun Larsen für Brandt, da stand schon 3-1, ne? Und da war es dann auch mehr oder weniger hoffnungslos, weil die Mannschaft jetzt nicht so den Eindruck gemacht hat, dass sie das noch groß aufholt. Und Guerrero für Weigl war halt kurz nach dem 2-1, nee, kurz nach dem 3-1 halt auch schon, wo es dann zu spät war. Zeitpunkttechnisch kann man da sicherlich hinterfragen. Von den reinen Namen her fand ich es okay. Da wurde dann noch gefragt, warum Götze nicht gebracht wurde. Ich weiß nicht, ob der dann noch geholfen hätte unbedingt in dem Spiel. Ja, ich überlege auch gerade, also man hätte natürlich Götze statt Brun Larsen bringen können, dann wäre Guerrero auf dem Flügel quasi und Götze noch mehr in die Mitte, wo eh kein Platz war. Also ich fand auch ja, eben drum auffällig, dass Brun Larsen kam, den hätte ich auch nicht gebracht, weil er für mich eigentlich zu viel Raum braucht, den wir nicht hatten. Aber auf der Bank hattest du dann sonst noch Schmelzer, Schulz, Sagadu, Wolf und Götze. Ja, vielleicht hätte ich eher noch Wolf, wobei, nee, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht hätte ich tatsächlich eher Götze gebracht, weil ja dann auch Brand runterging, richtig? Ja. Ja, dann vielleicht eher Götze als Brun Larsen, aber das eher, weil unser Flügelspiel tot war zu dem Zeitpunkt und auch nicht, also für mich ist Brun Larsen ja tatsächlich eher einer, der ein bisschen mehr Raum vor sich braucht und da hätte Götze vielleicht auf dem engen Raum besser funktioniert. Gerade als Achter oder Zehner quasi. Aber augenscheinlich hatte Favre eine andere Idee. Hätte man auch. Wisst ihr noch, für wen Götze gebracht wurde gegen Augsburg? Da hat er ja so 20 Minuten gespielt. Wisst ihr noch, wer da rausgenommen wurde für Götze? Gib mir eine Minute, ja. Dann finde ich das heraus. Nachgucken. In der Zwischenzeit kann ich ja schon mal. Ja, dann nehme ich euch, ne? Ich hätte sonst in der Zwischenzeit mal noch eine kurze Frage vorgezogen, bis ich darauf zurückgekommen wäre. Vielleicht könnt ihr, während ich suche, könnt ihr mal die nächsten zwei Fragen zusammenfassen. Die passen ganz gut zueinander, finde ich. Die gehen beide, du meinst die Taktikfragen, genau, die gehen beide in die Richtung, wie man jetzt vielleicht in Zukunft spielen lassen soll. Einmal der Ballspieler 09, der fragt, ob Favre seine Angsthasentaktik mit den zwei Sechsern ablegen wird und dann dafür offensiver spielen lassen wird. Oder ob ihn jetzt vielleicht dieses Union-Spiel gerade darin bestätigt, dass man noch mehr absichern muss. Und die Frage von André Valenza, weiß ich nicht, wie man es richtig ausspricht, geht in die ähnliche Richtung, nämlich die Frage, ob man eben gegen vermeintlich schwächere Gegner im 4-1-4-1 beginnen sollte, also auch eben die Doppel-6 auflöst, in Anführungsstrichen, und ein bisschen offensiver spielt. Ja. Georg, möchtest du anfangen? Ich habe mich eigentlich an dem Thema also eben schon etwas länger geäußert. Deswegen. Ja, also wenn man jetzt nur ganz streng auf die Frage eingeht, denkt ihr, Favre wird die Taktik, dann nein. Also das wäre auch meine Antwort gewesen. Also dann wäre jetzt Union, die halt wirklich gegen Leipzig wirklich, wirklich schlecht gespielt haben im ersten Spiel und auch beim Unentschieden danach nicht Bäume ausgerissen haben, das wäre ja dann das Spiel gewesen, wo man dieses 4-1-4-1 mal hätte austesten können. Und wenn man so da schon nicht so rangeht, dann ja, und das Ding ist, wenn man halt so verteidigt, wie wir momentan dann unter anderem eben bei Standards verteidigen, dann bringt das auch nichts, im 4-1-4-1 da zu spielen, wenn du halt dann irgendwie jedes Spiel regelmäßig ein, zwei Eckbälle reinkriegst dann.
ich glaube auch nicht, dass er jetzt sich dadurch bestätigt fühlt, dass man noch mehr Absicherung braucht. Es ist von der, also das eine ist ja die Taktik und das andere ist eben, wie das halt umgesetzt wird. Ich glaube, die Taktik, die muss nicht dazu führen, dass man so dumme Tore bekommt. Und daher braucht man, glaube ich, nicht von der taktischen Herangehensweise mehr Absicherung, sondern einfach, indem man diese fucking Eckbälle halt verteidigt. Ja, ich habe eben schon ausgeführt, ich würde mir wünschen, weniger Angsthasen, mehr breite Brust und einfach die Gegner in den ersten 20 Minuten so wundschießen, dass sie sich danach... Das hast du in der Tat schon. Deswegen lass mich Georg sagen, dass Götze in der 78. Minute für Reus kam gegen Augsburg. Okay. Ja, weil das ja, man sich dann ja auch fragt, wo das hatten wir in der letzten Folge, wo soll Götze spielen? Und man hätte ja vielleicht auch sagen können, wenn Delaney sich da verletzt, okay, wir probieren das jetzt mal, dass Götze ja so eine Art Achter irgendwie macht. Aber das scheint offensichtlich auch nicht die Rolle zu sein, die Favre ihm da ja zuspricht. Stimmt, ja. Isaac Lim fragt, ohne die Frage, ich weiß nichts mehr, kann nichts mehr hinzufügen, deswegen nehme ich jetzt einfach die nächste Frage. Was wäre denn eine konstruktive Antwort auf das Pressing der Gegner? Viele einfache Aktionen, in Anführungszeichen, gelangen in beiden Spielen nicht. Gegnerdruck oder andere Probleme? Das ist eine gute Frage, weil gerade das Einfache nicht funktioniert hat. Ja, wenn, abgesehen davon, dass sie meines Erachtens nach immer noch zu viele Schnörkel versucht haben, ne, also sie haben sich nicht auf die Basics besonnen, nach dem Motto, okay, wir werden hier gerade krass gepresst, lass uns jetzt erstmal versuchen, sauber rauszuspielen, sondern dann immer noch hier mal einen Hackentrick und da mal irgendwie überlaufen, keine Ahnung, Außenrisspässe, keine Ahnung was. Das Problem ist ja dann nicht, dass das nicht funktioniert oder dass sie das tun, sondern dass nicht mal die 5-Meter-Pässe ankommen, weil die zu schlampig gespielt sind. Und deshalb, dann hat es eigentlich wenig mit dem Pressing zu tun, ne? Weil dann kann der Gegner auch machen, was er will, wenn du keine Bälle über 5 Meter spielen kannst. Genau, zumal, ne, also die Offensivpässe haben halt nicht funktioniert. Und deshalb die konstruktive Antwort auf das Pressing. Ich fand, sie haben es gegen Union in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht gemacht. Die haben immer wieder so gute diagonale Verlagerungen gespielt auf den freien Außenspieler, weshalb dann auch Hakimi sehr weit vorgerückt war. Und so ist ja dann letzten Endes auch, glaube ich, das Tor entstanden. Ja, das war schnell rausgespielt auch. Ja. Ne? Also da hat man sich auch gut durchgesetzt, das Problem. Die zweite Halbzeit war das viel größere Problem einfach. Ja, aber da hat Union auch nicht mehr so gedrückt, weil da haben sie sich einfach hinten reingestellt. Deshalb fand ich, wir machen das gegen das Pressing schon ganz ordentlich. Wir sind dann nur nicht mehr gut genug im eigenen letzten Drittel, weil wir da die Bälle nicht an Mann kriegen. Weil wenn wir dann mit der Zielstrebigkeit und Präzision spielen würden, die wir brauchen, dann sieht es halt auch für jede Mannschaft dieses Kontinents schlecht aus gegen uns, weil wir einfach eigentlich auf dem Papier echt viel Qualität haben. Wir kriegen sie nur nicht auf den Rasen. Offensiv. Defensiv weiß ich noch nicht. Und schließlich bleibt dann die Frage von Tobias übrig. Braucht es einen Motivationstrainer? Wie bewertet ihr die Arbeit von Terzic als Videoanalyst und die von Manfred Steffens, hat er geschrieben, aber heißt er nicht Stefes? Stefes, ja. Der für die Standards verantwortlich ist. Geht Favre überhaupt auf Input ein? Gehe ich mal von aus, dass Favre überhaupt auf Input eingeht. Wäre schlimm, wenn nicht. Und die Arbeit von Terzic und Stefes zu beurteilen, vermag ich nicht. Ich als Lehrer werde, dann kommt immer, da werde ich ja auch, ich werde ja auch beurteilt, wenn der Sohn eine 5 nach Hause bringt in Mathe oder sowas zum Beispiel, dann ist der Lehrer ja sofort scheiße und nur weil die Ecken scheiße verteidigt sind, muss ja nicht Manfred Stefes direkt auch schlechte Arbeit machen. Ne? Und Jens bringt jetzt einen doofen Lehrerspruch, deswegen kann der weitermachen, aber ich sage, vermag ich einfach nicht zu beantworten, weil ich nicht da bin, wenn Terzic Videoanalyse macht und Stefes Ecken trainiert, wenn er das denn tut. Ich bin inhaltlich, was Helikoptereltern angeht, voll auf deiner Seite und ich fände, es wäre wichtig, wenn die Allianz nicht mehr Schüler und Eltern gegen Lehrer ist, sondern wieder, wie es früher war, Eltern und Lehrer gegen Kind. Mit dem Kind. Sage ich dir jetzt als Pädagoge. Pädagogisch sehr wertvoll. Ja, aber ne, früher hatte man als Kind Angst, wenn es zum Elternsprechtag ging, weil man wusste, meine Eltern erfahren jetzt was von meinem Lehrer und dann kriege ich von beiden auf den Deckel. Und heute ist das so, Mama, der Lehrer ist scheiße, ja komm, dann geigen wir dem mal unsere Meinung. Das ist totaler Bullshit. Der Lehrer hat nämlich Angst vor dem Elternsprechtag. Genau. Richtig. Deshalb schließt du dich auch immer ein. Ja, ich kann das auch nicht beurteilen. Motivationstrainer finde ich,
eine interessante These, weil ich nicht, ich ja weiß nicht, ob es an Motivation liegt oder ob es Einstellung im Sinne von, nicht im Sinne von, die wollen nicht, sondern im Sinne von, wie sind die eingestellt, wie sollen die das Spiel spielen, was ist der Plan? Und da habe ich halt ein bisschen Zweifel, nicht unbedingt daran, dass sie wollen. Und sie treten halt nicht aggressiv auf, was nicht heißen muss, dass sie nicht motiviert sind, sondern dass der Plan einfach ist, bleibt geduldig, bleibt ruhig, macht das spielerisch. Und dann finde ich vielleicht den Plan eher doof, als dass die Spieler Motivation bräuchten. Deshalb glaube ich da nein. Und bei den anderen Sachen, wir machen schon vieles sehr gut. Und das Einzige, bei Standards, ich weiß tatsächlich nicht, geht Favre auf Input ein, da muss ich halt immer an diese Birki-Aussage denken, der sagte, wir haben es jetzt 5000 Mal gesagt, aber der Trainer ändert ja nichts. Ja. Das ist so der einzige Anhaltspunkt, der vielleicht darauf hindeuten könnte, dass die Raumverteidigung bei Eckbällen in der Mannschaft unbeliebt ist, aber der Trainer sich nicht von seinem Plan abbringen lassen möchte. Und da ist er vielleicht ein bisschen borniert. Weiß ich nicht. Kann ich aber auch nicht beantworten. Okay. Dann darf Volker in der Postproduktion dieser Ausgabe entscheiden, ob er das wirklich auf den Punkt 36 lässt oder doch auf Ohren 61 draus macht. Vielleicht ist Letzteres sinnvoller. Wie auch immer, ich hoffe, wir konnten euch dort draußen wieder unterhalten, ein bisschen informieren und ihr hattet zumindest Spaß an der Ausgabe. Es geht weiter nach der Länderspielpause, spielt Borussia Dortmund am 14.09. um 15.30 Uhr endlich wieder im Westfalenstadion. Dann geht's gegen Bayer Leverkusen. Da habe ich heute auf Twitter schon gelesen, dass das ja eigentlich ein Gegner ist, wo es wahrscheinlich wieder besser aussehen könnte. Ich hoffe einfach mal, dass das dann noch stimmt, weil das ja nun mal jetzt kein Union Berlin ist und man eine mitspielende Mannschaft ja erwartet. Na gut, aber da spielen wir dann auch wieder geduldig und haben nach 10 Minuten 3 Gegentore gefangen, weil Bayer einfach offensiv stärker ist als Union. Ja, toll. Gute Stimmung. Ich versuche hier was Optimistisches zu bringen. Jetzt macht es kaputt. Sucht es euch aus. Und wenn Leverkusen dann mit uns fertig ist und uns kaputt gemacht hat, kommt nämlich schon Barcelona ins Westfalenstadion. Vorher hören wir uns allerdings noch und reden mit Alex Troika. Den hatten wir vor kurzer Zeit erst noch hier zu Gast, als er uns über Matteo Morey berichtet hat. Weitere Barcelona-Talente, weil unsere Hörer ganz viel über Barcelona-Talente wissen wollten, von denen ich noch nie gehört hatte. Stimmt. Mit dem werden wir dann ein bisschen in die Glaskugel blicken, was das Spiel gegen den FC Barcelona angeht. Und da kriegt ihr also schon nach dem Leverkusen-Spiel etwas Neues auf die Ohren. In der Zwischenzeit checkt bitte schwarzgelb.de, da gibt es immer wieder neue Texte und interessante Sachen zu lesen. Und wenn ihr uns gut findet, unterstützt uns doch einfach bei Steady. www.schwarzgelb.de/unterstützen. Da kriegt ihr alle Informationen, wie ihr für einen schmalen Taler uns die Arbeit ein bisschen leichter machen könnt. Und Feedback. Wir sagen das jetzt immer so daher, aber das würde uns wirklich helfen. Ne? Also das ist der eine Weg. Oder kauft einfach Klamotten bei uns im Shop, weil da verdienen wir auch 2-3 Euro dran. Und ihr habt was Cooles zum Anziehen von Fans für Fans. Also wirklich, das würde uns sehr helfen, weil wir ja auch ein paar laufende Kosten zu tragen haben und viel, viel unserer Zeit hier reinstecken in schwarzgelb.de, in den Podcast, in was auch immer. Und es würde uns helfen, wenn wir verdienen damit kein Geld. Das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Ne? Keiner von uns kriegt irgendwie Geld dafür, was er hier tut, sondern das Geld, was wir sammeln, dient einzig dazu, A, laufende Kosten zu decken und B, vielleicht auch nochmal besseres Equipment anzuschaffen, wenn wir das gebrauchen könnten oder auch nicht. Und wenn wir gedacht, hältst du mal ganz kurz plus machen. Nee, ich wollte ihn mal länger machen, weil ich finde, wenn wir den immer nur so kurz, aber wir müssen noch mal erklären, wofür das ist. Ja, dann und die Leute auch wirklich dazu bringen, das zu machen. Weil wir reden hier von 5 Euro im Monat. Ja, das dann über ein Jahr verteilt oder so. Ich weiß, das ist viel Geld für viele von euch. Und wir zahlen auch unsere Mitgliedsbeiträge als Vereinsmitglieder bei schwarzgelb.de. Also ist jetzt nicht so, dass wir hier gar nichts dafür tun würden, sondern Und wenn am Ende des Jahres was übrig bleibt, dann spenden wir auch gerne an, als schwarzgelb.de vor allem, an gemeinnützige Einrichtungen oder beteiligen uns an Fanaktionen, an Choreos oder an, ich glaube, es war einmal, dass wir dass wir den Lautsprecherwagen gemietet haben und sowas für eine Kundgebung und sowas. Also das Geld ist, wird gut verwendet. Dessen könnt ihr euch gewiss sein, wenn ihr euch entscheidet, uns bei Steady zu unterstützen. Wir würden uns freuen.
Müssen auch noch nicht mal 5 Euro sein im Monat, können auch schon 2,50 sein, damit helft ihr uns auch schon. Und falls ihr sagt, pro Monat habe ich immer noch nichts übrig, dann könnt ihr auf schwarzgelb.de/unterstützen auch sehen, wie ihr uns einmalig helfen könnt. So. Volker schreibt gerade, es wird auf Ohren 61. Ja, guck. Dann haben wir das doch auch. Können wir weitermachen jetzt, ja. Nein, bitte nicht. Ich habe vor der Ausgabe gedacht, ach komm, ist ja nur auf den Punkt, brauchst noch nichts essen. Ich habe Schmacht, liebe genau Leute. Genau das Gleiche habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, ja, Amateure. Cool. Ja, dementsprechend auf Ohren 61 war es. Wir wünschen euch eine schöne Länderspielpause. podcast@schwarzgelb.de ist die Mailadresse für Feedback. @aufohren ist der Twitter-Handle für Feedback. Jens heißt @baumwollhose. Georg ist auch auf Twitter mit C_Georg. Boah, eine Sekunde. Ich ja, bin, scheiße. Ich bin C_Georg, genau, G-I-O-G. Gut. Und really funny bin ich. Und das wäre es. Vielen Dank, Jens. Vielen Dank, Georg. Und bis nach der Länderspielpause. Ja, Georg, du noch ein letztes Wort? Ich war vorhin sehr deprimiert nach dem Intro und jetzt habe ich sehr gute Laune. Das freut mich. Ja, ich hoffe, ihr da draußen auch gut zu hören. Ja, ist ja okay, ich mache ja schon Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Länderspielpause. Wir hoffen, wir konnten sie euch ein bisschen verkürzen und versüßen. Und falls noch jemand ein Ticket für das Barcelona-Heimspiel übrig hat, ich glaube, ich kenne ein paar Leute, die suchen, gerne an mich. Ja, BVB. Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern. Ausverkauft. So, Volker, wir sind fertig.